Okay. Good morning. Hey, good morning, mein Bruder. Sabah al-Khair, Ustaz. Kifak? Hallo? Sabah al-Khair, Alhamdulillah. Okay. شو معنى تبعك شو معنى تبعك تشوف اولادك بالصوره مو عيب لا مو عيب يا اخي Leute, ihr müsst mir zuhören, was ich sage. Ich spiele nicht mit seinen Gefühlen. Ich will wissen, ob er sich damit zufrieden gibt. Einer, der mit ganz wenig zufrieden ist, das merkt man, aber er gibt sich damit nicht gleich zufrieden. Das ist das Problem. Jetzt lass mich kurz ihm auf Arabisch fragen, warum er nicht zufrieden war. Okay, okay, würde mich interessieren. Habibi Und dann Ali, ist mein Training. Habibi Ali, hada al-Akhna al-Flex, ba'at lak hadiyat. Leich ma khalit, ya'tik al-Afi, abus idak, ma kind ya'ni bil-Zghire, ma kind, afwan, ma khalit, ya'tik al-Afi. Sa'alak Martin. Allah ya'ti al-Afi, Allah ya'ti al-Afi. Shuf, hai la'be tabak ma hiya halwa. Haram ha hik shi. Joe, weißt du, was wir machen, Joe? Von ganzem Herzen, ich will jetzt, dass die ganze Community mindestens 50 Cent spendet, okay? Mal gucken, ob er sich damit auch zufrieden gibt. Ich bitte jeden, der hier drin ist, er hat gerade gar nichts in Syrien. Ja, er möchte was essen. Leute, lasst uns mal alle gemeinsam spenden. Let's go, guys. Also ich spende jetzt auch. Kommt schon, Leute. Kommt schon, Leute. Alle spenden. Kommt schon. Alle einmal spenden, Leute. Einmal 50 bis 1 Euro spenden, Leute. Das schadet nicht, Leute. Kommt schon. Let's go. Let's go. Let's go. Herzlich dankbar. Okay, Leute, kommt schon. Let's go. Alle einmal ein bisschen was spenden, Leute. Kommt schon. Dass die Leute auch sehen, dass ich Herz habe. Ne? Es hat nichts damit zu tun, dass ich seine Gefühle verletzen möchte oder so, sondern es geht einfach nur darum, ich will nur wissen, ob er sich damit zufrieden gibt. Ja, ja jetzt kommt später, schon, jetzt siehst du ja, dass er sich zufrieden gibt. Ich bin gespannt, Joe. Ich bin wirklich gespannt, ob er sich damit zufrieden gibt. Ja, also wir tun jetzt unser Bestes. Ich habe jetzt mein Bestes getan. Ja, ich will nur gucken, ob er wirklich damit zufrieden ist. Da bin ich voll deiner Meinung. Ja, also Leute, kommt schon, alle einmal 50 Cent, kommt schon, ihr könnt schon. Von mir aus auch 20 Cent, von mir aus auch 10 Cent, das ist mir egal, ja. Alle einmal, kommt schon, Leute. Alle einmal. Zeigt denen ein bisschen mehr Liebe. Okay, jetzt ganz kurz, stopp, Leute, stopp. Habt ihr gut gemacht, Leute, stopp. Ganz kurz. Joe, kannst du ihn jetzt fragen, ob er jetzt zufrieden ist? Jetzt muss er zufrieden sein. اخي علي هلا انت تريح يعني قل له شكرا لهم علي اخي انا اسمي علي من هلا سوريا هلا انت مرتاح انت Stopp, Leute, nichts mehr spenden. Leute, spendet mir jetzt gar nichts. Ich küsse doch eure Herzen. Meine Geschwister und Brüder, gar nichts, Leute. Stopp. Ali, هلا جالك هديات. نعم. انت مرتاح ولا لا؟ اي والله مرتاح. قول والله يبارك فيك يا رب. Ja. Danke vielmals, sagt er. Okay. Sag ihn, der Herr Jesus Christus liebt ihn. Sag ihn das bitte. Er soll sich das merken, bitte. Ja, er liebt ihn auch. Alles klar, okay. Ja. Amen. Und derjenige, Amen. Der sagt, ich kann kein Arabisch, wieso bist du da nicht hochgekommen, der so groß redet? Ja. Komischerweise versteht er mich. Er versteht dich, ja, ja. Okay, sag den Ali. Ana waqulak Allah ykhalik wa Allah ykhali awladak, bas tari mara mot shawf awladak bil bil sura baye halwa. Okay? Yes, yes. Bas kullu ya akhi. Ya Ali. Akhi. Ya. Eh eh. Tahki arabi? Eh bahki arabi. Ana syriani min Syria. Bas khalli الله يبارك بي بس خلوا يدعمنا شوي النوب بس خلوا يدعمنا شوي النوب خلي للشباب يكفي هدول er möchte jetzt noch mehr haben deswegen habe ich dir vorhin gesagt stop Nein, das ist nicht richtig. Guck mal, ich habe der Community extra gesagt, alle einmal spenden. Jetzt haben wir alles gemacht und er gibt sich immer noch nicht zufrieden. Joe, das ist nicht richtig von ihm. Das ist schon respektlos. Ich habe ihm gerade gesagt, Maya Helwe. Also ist das schön. Ist respektlos, was er also da macht. Also ich habe ihn jetzt von vornherein gesagt, lass es sein, aber er will ja noch mehr und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Leute, das geht gar nicht. Leute, habt ihr das gemerkt? Er will noch mehr.
Er gibt sich damit nicht zufrieden, Leute. Also ich bin raus. Salam alaikum. Joe, sag ihn, Joe, ganz Achim, kurz. Ja. Sag ihn, er soll sich jetzt mit dem, was er hat, zufrieden geben. Die ganze Community hat ihn gespendet, weil ich diesen Aufruf gemacht habe. Die haben ihn alle gespendet jetzt. Es reicht jetzt. Sag ihn, es ist genug jetzt. Das passt und Gott liebt ihn, aber das ist respektlos schon. Das ist nicht Ali, richtig. Ali, halla kullun atolak hadiyat. وانت ما يعني ما عندك ما عندك شو بيقول لك يعني ما عندك نيه تقول له اوكي يعطيك العافيه يس انوف الله يعطيه العافيه الله يعطيه العافيه بس قول له يا بس انا بقول له خلي يدعمك بس ما ganz kurz جو kann ich mal ganz kurz dazwischen grätschen auch wenn der Syrier nicht verstehen wird ich wundere mich also ich frage mich generell gerade der hat ein Handy. Ja, ja genau. Wenn die nichts zu essen haben, dann frage ich mich, wieso hat der ein Handy und wieso hast du ein Handy, wenn du Hungersnot hast? Dann verkauf dein Handy und kauf dir was zu essen davon. Dann als nächstes Punkt frage ich mich, ich will jetzt kein Buhmann sein und eure schöne Stimmung hier vermiesen, ja, aber ich bin einfach alles realistisch. Gut, der reden. Typ hat ein Handy in der Hand, hat einen TikTok-Account und bettelt um Spenden. Wie lässt er sich das auszahlen und wo kriegt er das her? Das heißt, er müsste theoretisch irgendwo einen Punkt haben, wo er hingehen kann, wo er das Geld dann rauskriegt. Das heißt, er ist in irgendeiner Art von Zivilisation, wo er auch an Essen kommen würde. Also diese Art und Weise von diesen Menschen, Entschuldigung, aber diese Art und Weise auf TikTok das auszunutzen und Spenden zu sammeln, um hier ein paar Cent zusammenzusammeln und dann noch Kindern zu zeigen, so von wegen, wir haben nichts zu essen und uns geht so schlecht. Also die Leute, die da wirklich was spenden, wirklich, ich küsse eure Herzen, ihr seid wirklich süß, dass ihr helfen wollt. Aber bitte schaut hinter die Kulissen und überlegt euch, eventuell ist euer Nachbar momentan. Also ich bin ganz ehrlich, Jay hat gerade wirklich recht. Aber Leute, ich sag euch eine Sache. Ich habe das gemacht, weil ich gläubig bin. Und ich weiß, dass er eine ganz, ganz andere Glaubensrichtung hat. Aber, dass ich nicht hier dumm dastehe und dass andere sagen, ah, Flex ist richtig gemein und so. Nein. Ich habe das gemacht. Ja, aber dann machst du das ja, um damit andere, damit du es anderen beweist, dass die nicht sagen können, ah, du warst böse oder keine Ahnung was. Genau, aber das nee, ist trotzdem genau. Falsch. Ich mach das einfach nur, weil ich glaube. Islam Hotti, sieh mal zu, dass du Land gewinnst. Du kommst mit Sicherheit nicht hier hoch, solange ich hier in dem Stream drin bin. Jay, aber ich bin da jetzt ganz mit dir, weil ich habe auch vorhin schon den Nein, Leute, gesagt, keine Spenden mehr an ihm. Das ist ein Spielchen von denen. Du und mal ich war schon dreimal vor Ort und habe dreimal auch die Essensausgabe gemacht. Wir haben von morgens bis abends Essensausgabe, außer in der Mittagsruhe, wo von 13 bis um 17 Uhr keiner mehr draußen ist, weil ja die Hitze ja so hoch ist. Deshalb, ich check nicht, warum das erlaubt ist, ja. Und wiederum haben die dort Internet, weil die Besatzer, die das oder die Ja, die allein dass der ein Handy hat. Ich bin Leute, ihr versteht das nicht. Ich habe das gemacht, weil ich gottesgläubig bin. Und ich habe das gemacht, weil er hier reingekommen ist und gesagt hat, hey, ich liebe dich von ganzem Herzen. Warum nicht? Ist doch gar kein Problem. Das kann man doch machen, Leute. Das hat nichts mit Gemeinde zu tun. Aber Jay hat auf eine Seite recht. Er hat ein Handy, er kann gewisse Sachen machen, aber kommt frag trotzdem. Frag dich doch einfach mal nur, wie will der sich das auszahlen lassen? Also wenn er Spenden sammelt und das Geld davon haben will, dann muss er ja irgendwie eine Art von Konto haben oder irgendjemand, der das Konto hat, wo das Geld abgebucht wird. Ja, weil sonst würde ihm das ja nichts bringen, darum zu betteln. Das heißt, ja, in irgendeiner ja. Art von Zivilisation lebt der, dass der an ein Konto kommt oder ein Konto hat. Dann fragen wir uns nochmal, hat der wirklich gerade nichts zu essen? Muss der da irgendein Kind zeigen, was da rumläuft, damit hier die Leute herzerwärmt plötzlich ein paar Cent schicken? Also man bemerkt, in dem Augenblick, Entschuldigung, in dem Augenblick wirklich, wenn ihr helfen wollt. Also schon alleine, warte kurz, euer Nachbar. Ich küsse doch deinen Mund, Jay, warte kurz. Lass mich einen Satz zu Ende sagen. Okay. Helft in eurer Umgebung. Ja. Da ist genauso Hilfe notwendig, ja. Ihr wisst nicht, ob der Nachbar in der zweiten Etage heute was zu essen hat oder nicht. Genau. Ja, ja. Das ist meine Meinung. Meine Verwandtschaft aus Syrien, ich sage euch, meine Verwandtschaft aus Syrien ruft jedes Mal zu Ostern an, wenn der große Fest ist, und zu Weihnachten an. Und fragt, wie geht's dir? Aber ganz Jahr über fragen sie mich nicht, wie es mir geht.
Ne, als meine Mutter im Krankenhaus lag, hat keiner von denen angerufen und gefragt, hey, können wir dir irgendwie helfen oder so? Darum, weil sie wissen, okay, an dem Tag sind wir alle herzensgut, weil die großen Feste sind von uns. Und dann fragen sie nach Geld. Und seit dem Tag, wo ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ja, also hier hat einer auch geschrieben, ich bin ehrlich, ich habe nicht gespendet, weil ich ihm nicht vertraut habe. Ich bin ehrlich zu euch, Leute, ja, weil er macht diesen Eindruck gerade. Ich finde das schon schade. Ich habe ihn getestet, indem ich ihm ganz wenig Rosen geschickt habe, um zu gucken, ob er einfach nur Danke sagt und wieder geht. Ich hätte gesagt, hey, stopp, bleib hier. Und dann hätte ich gesagt, gut, let's go, alle richtig ja, mal hart zu spenden. Du hast es in das Gute des Menschen gehofft, ja. Ja, genau, ich habe das Gute in ihm gehofft, ja, aber gut, ich werde ihm jetzt nichts sagen, ich muss jetzt sowieso ins Training gehen, aber ich werde mir sein Gesicht sehr gut merken, wenn er wieder hier hochkommt, ich finde das ein bisschen schade. Jay, wir kennen uns. Ja? Ja, ich schreibe dir privat. Okay. Ich will das hier nicht schreiben. Ich folge dir, du musst mir nur zurückfolgen. Dann kann ich also dir du kennst mich, aber ich kenne dich gerade überhaupt gar nicht. Also, guck aufs Bild, dann weißt du, wer ich bin. Wir haben früher viel, ich weiß, dass du noch Streetwear machst. Ich kann mich noch erinnern, wo du deine ersten Klamotten. Also von Facebook-Zeiten? Nee, von B-Seite. BI. Ach, Nigo, oha, wie lange das her ist, Alter. Okay. Ja. Ich habe einfach Alter gesagt in deinem Stream. Alles gut. Alles gut. So, ich habe ihn jetzt einfach mal runtergeschickt, ja, doch, weil mir gefällt es nicht, wenn. Also ich habe jetzt einige Kommentare gelesen, es ist anscheinend eine Betrügerbande. Ich hoffe, es ist nicht so. Ja, das gibt's doch auch bei uns hier. Die sitzen an den Ecken, die werden morgens abgelassen, aber genau, mit einem dicken Mercedes. Und abends kommt der Mann, die alle wieder einsammeln. Das ist genau dasselbe, nur in grün. Ja, ja. Das ist ein abgekartetes Spiel. Und wie gesagt, ich war dort vor Ort, hab das mir angeschaut. Ich meine, wenn ich nicht selber dort gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, da stimmt was nicht, ne? Aber also Leute, kriegen wirklich täglich Essen, kriegen alles. Leute, um ganz ehrlich zu sein, es tut mir leid, dass wir den gespendet haben, weil man merkt es, dass das auf jeden Fall gelogen war, aber ich sehe immer das Gute in den Menschen und deswegen habe ich einfach nur gesagt, hey, komm, spenden wir einfach an ihm. Ja, Leute, scheiße, aber nichtdestotrotz, egal, Joe, deine gute Tat ist trotzdem da gewesen. Genau. Ja. Flex, deswegen, Joe, mach nicht so viel Training. Ja, ich gehe jetzt ins Training. Joe, ich bedanke mich nochmal bei dir, Joe, dafür, dass du übersetzt hast. Und, mit meinem schlechten Arabisch übrigens, ne? Damit er ja nicht verstanden hat. Ja. Ja. Ja, viel und Spaß beim Training. Und Jay, ich küsse doch deinen Mund, Mann. Gottes Segen euch allen, meine Lieben. Also. Der sagt zu mir private, Alter, und der sagt, okay, viel Spaß beim Training. Tschüss, Freunde. Ja, also Leute, bis später und Liebe geht raus an euch allen. Also, bye bye, bis nachher. Wenn man dann irgendwann nur noch das Schlechte sieht, so, ne, und mit dem Teufel speist, ne, und alles dunkel malt, ne, ja, dann muss man irgendwann nach oben gucken, ne, das auf jeden Fall. Und dann beschäftigt man sich natürlich mit Philosophie und allen möglichen Geschichten, Theologie und allem möglichen Kram ein bisschen, so, ne, und jetzt die letzten paar Monate, also so, ich sag mal, so was mir geholfen hat, ist auf jeden Fall Stoizismus, so die Philosophie des Glücklichwerdens, so, ne? Mhm. Und ich bin eigentlich katholisch erzogen worden, aber ich wurde halt gezwungen, in die Kirche zu gehen, so, ne? Und ja, dann entfernt man sich so ein bisschen davon, ne? Mhm. Okay. Was ich dir sagen kann? Mhm. Nimm den Herrn Jesus Christus als dein Herrn und auf jeden Fall mein Beileid. Und auch mein Beileid, genau. Bleib weiterhin fest im Glaube, ja, und verlier den Glaube nicht, denn viele werden vom Glaube abfallen. Und ich kann dir eins sagen, der Herr wird dich aber nicht loslassen, ne? Deswegen bleib weiterhin im Glaube. Es werden viele schwierige Zeiten auf uns zukommen, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist.
Ja, glaube ich. Genau. Nichtsdestotrotz, ich würde gerne weitermachen. Und ich finde es gut, dass du hochgekommen bist und das, wie gesagt, vor 100 Leuten erzählst. Und kann ich da noch was fragen zum Thema Glauben und in Bezug auf Philosophie und so und diese altgriechischen Geschichten? Da habe ich eine Sache gefunden und du wirst mir dazu sicher was sagen können. Da hat ein Philosoph aus Ironie getrieben ein Loblied auf den Teufel geschrieben, weil er es war, der zwar nicht den Menschen erschaffen hat, aber der ihm die Wahl gab und damit den Menschen von den Tieren der Mensch wurde dadurch zum Mensch. Ne, wenn der Schöpfer uns erschaffen hat, dann hat er uns noch nicht zum Menschen gemacht. Und das finde ich total verrückt, so diese Sichtweise mit dem abgebissenen Apfel und Apple, weißt du? So der abgebissene Apfel, wo keiner drüber nachdenkt. Kannst du mir da irgendwie deine Sicht zu sagen? Gib mir erstmal diesen Vers oder da, wo du das her hast, und dann können wir das zusammen lesen. Ah, okay. Du meinst diesen Philosophen, der da das geschrieben hat, so, ne? Ja. Dieser Philosoph, der das geschrieben hat, der interessiert mich sowieso nicht, denn Gottes Wort kann man nicht verändern, darfst du auch nicht vergessen. Lies die Bibel. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, und das betrifft auch dich, du weißt es auch nicht. Ja, okay, warum, was weiß ich denn, was ich nicht tue? Erzähl's mir mal. Wer bist du, dass du was weißt? Was denkst du, dass du was weißt? Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was versuchst du mir denn zu sagen? Weil du sagst das jetzt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Erklär mir mal speziell, was ich gerade tue. Das steht in der Bibel. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, richtig, was aber, sie tun. Und deswegen muss ich sterben für ihre Sünden. Ne? Und du bist auch keiner, der was weiß. Wir müssen alle. Warte mal, ich unterbreche dich jetzt mal ganz schnell. Ich bin keiner, der was weiß, ich bin jemand, der aus den Büchern zitiert. So, also was versuchst du mir zu sagen? Das mit dem Predigen finde ich immer so eine Sache. Weil die Leute zu überzeugen, dass sie falsch liegen, die müssen es selber wissen. Die stehen auf einer Perspektive. Warte kurz, Schere. Die können dich nicht verstehen. Guck mal, mein Freund, du weißt ja auch was. Wir wissen alles, uns aneignen. Alles, was wir lesen, wissen wir. Du kannst dir Wissen aneignen. Jeder Mensch kann sich Wissen aneignen. Guck mal, das ist nicht das Problem. Wenn du etwas, aber du sagst ja, du hast Schicksalsschläge etc. gehabt. Wenn du ein bisschen Trost und Liebe suchst, dann liest dir die Psalmen durch, mein Freund. Genau. Ja, natürlich. Ich würde jetzt auch gerne weitermachen. Ja, mach. Weil Philosophen interessieren mich sowieso nicht. Ich zitiere lieber direkt aus dem Buch und lerne was aus den Schriften und kann auch was wiedergeben. Ne? Aber Philosophen, die interessieren mich schon mal gar nicht. Nein, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Richtig, genau. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Du hast recht. Genau. Alles klar. Dankeschön, dass du da warst. So. Vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, genau, sie wissen nicht, was sie tun. Richtig. Wo war ich nochmal? Welche Sure war das? Das war Sure 2, Vers 34 und einmal 16. Sure 16, Vers 49 und 50. Ich fange aber mal bei Sure 16 an. Und fangen wir mal an zu lesen bei Sure 16. Also vor Allah wirft sich alles nieder, was in den Himmel und was auf der Erde an Tieren ist. Also wir versuchen jetzt diese Schrift mal zu analysieren, okay? Um was es da jetzt geht, ja? Erde und Tieren und Engeln, und sie verhalten sich nicht hochmütig. Also so wie wir das jetzt verstehen, die Engel haben sich im himmlischen Bereich, also im Himmel, waren sie nicht hochmütig, ja? Sie fürchteten den Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird. Das heißt also, sie haben alles getan, um den Herrn, wie gesagt, die Befehle auszuführen, ja? Also wie gesagt, die gehorchen den Herrn. Und wenn wir jetzt aber bei Sure 2, Vers 34 gehen, lesen wir, und als wir zu den
zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder außer Iblis. Also im Himmelbereich waren ja doch nicht alle gehorsam, weil einer hat sich dagegen gelehnt und hat gesagt nein. Also er weigerte sich und verhielt sich hochmütig. Also im anderen Vers hieß es, die Engeln sind nicht hochmütig, hier aber ist einer hochmütig und das ist Iblis. Ja, richtig. Aber alles in der... Nochmal was? Richtig. Genau, also wir haben hier einen Widerspruch. Ja, also entweder es gibt einen einzigen Vers und es besagt, einer von den Engeln war hochmütig, aber nicht in zwei verschiedenen Suren zu sagen, alle Engel waren gehorsam und plötzlich bei dem anderen sind sie doch nicht gehorsam. Ja. Und dann noch zu sagen, Iblis war kein Engel, aber hier steht ganz klipp und klar bei Sure 16 im Himmelbereich, also jetzt hier, warte, wo, was in den Himmel und was auf der Erde an Tieren ist und sie verhielten sich nicht hochmütig, also alles, was im Himmelbereich ist und auf der Erde, sie verhielten sich nicht hochmütig, aber komischerweise dann auf den anderen Vers, ist ja wohl doch einer, der hochmütig war. Jetzt schreibt einer, Iblis war ein Djinn. Ja, okay, er war ein Djinn, aber ich habe den Vers ja vorgelesen. Alles, was im Himmelbereich ist und Erde, war gehorsam. Und plötzlich in dem anderen Vers nicht gehorsam. Also ist es ein Widerspruch. Hey Valeria, servus. Also ganz klar haben wir Widerspruch, aber keiner... Ja. Ja, das bleibt die ganze Zeit und ich habe auch die Sure schon offen, aber ich weiß nicht, wie das irgendwie weiterhelfen soll, weil da steht, und das Protokoll der Taten wird offengelegt werden und ihr werdet sehen, wie die Bösen sich fürchten vor dem, was darin geschrieben steht. Ey, das steht dir gut, Nigga. Ja, das Ding ist, lauter Fehler. Lauter Fehler. Ja, hier erkennen wir auf jeden Fall lauter Fehler. Schau weiter, ich will nämlich verstehen, vielleicht bin ich blöd und du verstehst, was er meint. Sie werden rufen, wehe uns, was ist das für ein Rekord, der keine Sünde, ob klein oder groß, unerwähnt lässt. Sie werden alles vorfinden, was sie vor sich präsentiert haben und dein Herr und wird niemandem Unrecht tun. Also ich verstehe nicht, inwiefern das irgendwas damit zu tun hat, mit dem, was du gerade fragst, aber vielleicht bin ich auch einfach nur blöd. Absolut. Nee, ich versuche das Ganze ja zu analysieren und wie gesagt, wir können ganz klar sehen, im Himmel bis Erde waren sie nicht hochmütig, aber plötzlich in dem anderen Vers war einer, der doch hochmütig war, also ungehorsam. Das widerspricht sich komplett, Mann, ey. Aber keiner kommt hoch, um das zu verteidigen, weil das kann man nicht verteidigen. Das ist einfach Fakt. Und weißt du, von wem ich das habe? Das habe ich von Christian Prince. Ja. Und Christian Prince ist eine Maschine, das wissen wir alle. Der zerlegt das Ding komplett. Mhm. Ich habe seine Bücher, hey, by the way, als E-Book, also als Link, Internet-Link. Ich habe seine Bücher. Ich schicke dir noch einmal rein. Ja, seine Bücher als Link, also im Internet hochgeladen, seine Bücher. Ich schicke dir noch einmal einen Link rein. Ja, schick's mir. Ja, wie gesagt, da haben wir ganz klar einen Fehler. Ganz klarer Fehler. Das kann man nicht mal schönreden, wenn ich ganz ehrlich bin. Was haben wir denn hier für eine Sure? Also hier haben wir den Vers. Weißt du, wo der heftigste Fehler im Koran ist? Auf die Frage, wer ist der erste Muslim, gibt der Koran 7 verschiedene Antworten. Ich weiß, auch ganz klar, eindeutig Widersprüche. Das analysieren wir hier. Und wenn wir jetzt hier bei Sahih al-Bukhari gehen, ja Leute, jetzt müsst ihr euch ganz festhalten, ich wette, viele von euch kennen das ja schon, aber ich werde es trotzdem nochmal vorlesen. Sahih al-Bukhari 1144. A person was mentioned before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he was told that he kept on sleeping till morning and he had not got up for the prayer. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Satan urinated in his ear. Das heißt also, wenn jemand zum Gebet nicht aufsteht, tut Satan in seinen Ohren urinieren. Ich frage mich jetzt eigentlich so aus
biblischer Sicht, ja, oder aus biblischer Sicht, ist das komplett dämonisch. Und die zweite Sache ist, warum sollte Satan in dein Ohr urinieren, wenn du zum Gebet nicht aufstehst? Das ist so lächerlich, Alter. Wie kann man sowas überhaupt schreiben, ey? Jetzt mal im Ernst. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Das ist genau wie der andere Hadith, wo geschrieben steht, kennst du den auch? Wer seinen Kopf vor dem Imam hebt, diesen Kopf wird Allah in einen Kopf des Esels verwandeln. Katastrophe. 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 Ich weiß nicht, wie man an sowas glauben kann. Also das ist, hat ja nichts Göttliches. Das hat ja keine göttliche Eigenschaft. Bruder, stell dir mal vor, es würde stimmen. Du würdest nur noch Eselköpfe draußen sehen. Ja, ja. Nur einmal, du hast einen Eselkopf. Katastrophe. Aber ich habe hier noch mal was für euch, was ganz, ganz Schönes. Medicine. Medizin. Ja, ja. Also hier geht es darum, Kamelurin. Ja, also Leute, ihr müsst euch jetzt mal gut vorstellen. Es gibt hier ein Sahih al-Bukhari 5686, dass Kamelurin eine Medizin ist. Ja, dass du das mit Milch mixen musst. Ja. Und es sei eine Medizin gegenüber alle Krankheiten. Ja, das besagt der Prophet Mohammed. Meine Frage ist jetzt, wenn man jetzt Krebs hat, ja, könnte man jetzt Kamelurin mit Milch trinken? Bin ich dann geheilt, wenn man das jetzt trinken tut? Sagen wir mal, irgendjemand hat Krebs. Kann einer hier hochkommen und mir erklären, warum Kamelurin, also wissenschaftlich ist das nicht mal bewiesen und wissenschaftlich ist sogar bewiesen worden, dass man das nicht trinken soll, denn es enthält sehr viele Bakterien. Dann kommt mal hoch und verteidigt es. Das ist sogar in Sahih al-Bukhari. Ja. Das ist so ein Schwachsinn. Also ich weiß nicht, warum die Leute an so einem Müll glauben. Ja, es ist das ja nicht ist so wie das menschliche Urin. Das ist nicht wie der menschliche Urin. Der Urin von dem Kamel ist ja ein Acid, eine wirkliche Säure. Ja. Und das Reiten? Du meinst den Mohammed reiten? Ja. Kannst du mir die geben? Warte. Es gibt aber auch mit Frau, wenn der Mann das nicht sagt, dann ja, schon macht das nicht Mann. Du meinst das, wenn der Mann nicht Bismillah sagt, dass der Iblis sich um seinen Penis wickelt und mit dem Mann zusammen die Frau schwängert. Ja, genau, dann kommen die Djinns und reiten dann die Frau. Warte, ich schau mal kurz nach. Warte. Ich will echt jemand, der mir erklärt, warum Satan in deine Ohren, in deine Nase wohnt, wenn du deine Nase nicht putzt. Wahrscheinlich kommt jemand und sagt, ja, das ist metaphorisch gemeint. Ja, aber warum steht hier Satan? was mich interessiert, was ist das Unterschied zwischen zum Beispiel, gut, in Kaaba, das ist Haus Gottes. Von dem. Das ist, wo der Allah sozusagen wohnt. Irgendwie. Das denkt die so. Aber wieso darf man dann dort keine Triebe aus? Du bist zu leise, Martina. Tut mir leid, ich kann nicht lauter reden. Ich hoffe, du hörst nicht. Wieso darf man... Ja, jetzt so schleichend, ja. Wieso darf man dort nicht seine Triebe ausleben, aber im Himmel schon? Keine Ahnung. Es gibt ja auch, guck mal, ich hatte ja die Tage immer diese Frage gestellt, also du darfst ja in der Moschee kein Bunga-Bunga machen, okay? Es ist ein heiliger Ort, in der Moschee kein Bunga-Bunga, okay? Ist kein Problem. Warte, was hat er geschrieben? Ich nehme euch Bibel auseinander. Ja, Maschinen, dann komm hoch. Wenn du die Bibel auseinandernehmen kannst, dann komm hoch, beweise es mir. Ich zeig dir, wie ich die ganzen Schriften hier auseinandernehme. Komm hoch. Versuch dich zu verteidigen. Komm und zeig mir, dass du dein Buch verteidigen kannst. Komm hoch. Ist doch gar kein Problem. Genau, jetzt zurück zum Thema. Ich habe dann ganz normal gefragt, okay, hey, wenn man jetzt, sagen wir mal, in der Moschee ist, wenn man in der Moschee ist, es ist ja ein heiliger Ort.
Kann man in der Moschee Bunga Bunga machen? Dann hieß es nein. Da habe ich gesagt, okay, ist gar kein Problem. Aber warum dann im Himmel, in einem himmlischen Ort, ja, wo Gott, die Präsenz von Gott ist, warum kann man da 72 Jungfrauen Bunga Bunga machen? Ja. Man darf in Moschee, man darf sogar in Mekka, aber halt nur der Prophet. Warte mal kurz, da schreibt einer, nimm mich mal hoch. Okay, Phantom, dann musst du eine Anfrage stellen. Oder warte, ich lade ihn mal ein. So, jetzt. Ich habe eine persönliche Frage. Also Bruder, als du das mit dem Propheten suchst, es ist Musnad Ahmad, Buch 4, Hadith 3788. Okay. Von Ahmad ja, ibn Hanbal. Gleich. Ja, warte kurz. Ja, Phantom, was kann ich für dich tun, mein Lieber? Ja, hallo, erstmal guten Abend. Ich hab des Öfteren deine Screams gesehen, deine Livestreams und hab mir dann immer zugehört, was du da so über den Islam die ganze Zeit erzählst und was da so im Koran steht. So, ich will dich einfach mal nur ganz normal fragen, was ist deine Absicht? Um die Leute aufzuklären, dass sie wach werden, um zu sehen, was in ihren Büchern drinne steht. Okay. Wenn 2 Milliarden Muslime davon überzeugt sind, dass der Islam für die richtig ist, wieso sollten die ausgerechnet dir folgen? Was heißt mir folgen? Ihr sollt eure Bücher lesen, was da drin steht. Ich habe nie gesagt, dass mir irgendjemand folgen soll. Habe ich nie gesagt. Ich habe den Koran stets sehr, sehr, sehr oft gelesen. Auf Türkisch, auf Deutsch, okay. Auf Englisch. Und okay. Ich habe die Bibel gelesen und ich habe auch die Tora gelesen. Und ich bin stets davon überzeugt, dass der Koran durch den, ich sag jetzt mal, Alten Testament der Bibel fast identisch ist, genauso wie die Tora. Nur durch das Neue Testament seid ihr Christen komplett von der Spur weggekommen. So. Okay. Warte mal, so, ich habe heute die Möglichkeit, ein bisschen zu reden. Ich schaue mir schon die ganze Zeit eure Screams an, ihr redet so schlechte Sachen über den Islam. Ich frag dich mal, wer hat die Indianer ausgerottet? Das wart ihr. Wer hat das Kolonien gemacht? Ja, nichts mit Christus. Wer hat Weltkriege gemacht? Warte mal, wer hat die Weltkriege gemacht? Ich hole euch, Dr. Scheer und Martina, ich hole euch gleich hoch, okay? Wer hat die Weltkriege gemacht? Ihr habt die Weltkriege gemacht. Wer hat die Sklaverei gemacht? Das haben eure Leute gemacht. Im Islam gab es noch nie einen Aufruf gegen die Menschheit. So, dann frage ich mich, welche... Okay, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil ich mag keine Lügen. Ich bin jemand, ich habe hier eine schöne Community und ich will hier nicht lügen. Wie hat sich der Islam verbreitet? Durch den Prophet Mohammed. Nein, wie hat sich der Islam auf der ganzen Welt verbreitet? Du hast das Wort. Ja, wie hat sich der Islam verbreitet? Indem viele Menschen davon überzeugt waren und haben den Islam angenommen. Natürlich. Der Islam hat sich mit dem Schwert verbreitet. Bitte nicht lügen. Sprecht es ruhig aus. Es ist nicht so schlimm. Wie haben Christen dann sich verbreitet? Guck mal, ganz kurz. Ich unterbreche dich ganz kurz und dann kannst du weiterreden. Ich kann dir ein Sahih geben. Wenn du ein Buch Sahih zu Hause hast, dann kannst du es vor laufender Kamera aufschlagen. Ich kann dir ein Sahih, eine authentische Quelle geben, wo es ganz speziell drinne steht. Wenn ein Jude sich hinter einem Stein versteckt, sie TikTok sportlich nieder. So, und du willst mir sagen, der Islam hat sich nicht mit dem Schwert verbreitet? Lüg bitte die Leute nicht an. Wir haben hier 166 Leute. Guck mal, ich will ehrlich mit dir reden. Ja, ich will dich nicht vor den Leuten bloßstellen. Ich will eine ehrliche Konversation mit dir haben. Ja, natürlich. So, wir können hier nicht die Sachen schönreden und sagen, ach, der Islam, okay, du als Mensch, Phantom, ich will dir nur was Schönes sagen. Du als Mensch, gegen dich habe ich nichts. Ich habe kein Problem mit dir. Ich habe auch kein Problem mit dir. Aber deine Schriften lehren dich was ganz anderes. Aber das ist das, was du sagst, Bruder. Okay. So. Du glaubst mir nicht? Guck mal. Ich kann es dir zeigen. Nein, guck mal, diese Quellen, die du da aus diesen Sachen holst, Internet, Bücher, sind sehr authentisch. Guck mal, in einem Sure im Koran steht es, wenn du einen Menschen tötest, somit tötest du die Menschheit, komplette Menschheit. Also ist das von dem, was du gerade gesagt hast, überhaupt dann gar nicht identisch? Denn wäre der Islam... Ist nicht identisch? Okay. Denn wäre der Islam mit dem Schwert durch die ganze Welt gereist und die Menschen mit Zwang zum Islam geholt? Warum? Dann frage ich dich, warum gibt es dann auf der ganzen Welt so ein Leid? Dann frage ich dich mal, so viel Leid. Warum gibt es so viel Leid auf der Erde? Warum? Und das gibt es schon seit Jahrtausenden. Diesen Leid haben nicht die Muslime gebracht, diesen Leid haben die Christen gebracht. Und warum, kann ich dir auch erklären.
durch eure Kolonien, durch eure Kreuzzüge. Du hast doch gesagt, wenn man einen Menschen umbringt, so sei es, als hätte man die ganze Menschheit umgebracht. Aber ich kann dir eine authentische Quelle geben, wo dein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sogar sagt, wer seine Religion verlässt, gibt ihn eine Nackentherapie. Also rein theoretisch bricht er ja dieses Gesetz. Es ist ja dann ein Widerspruch. Guck mal, Bruder, es gibt ja viele, viele Sachen, die durch den Christen, sage ich jetzt mal, was gegenüber dem Islam ja viel gelogen wird. Ne? Es wird sehr viel über den Islam gelogen. Bruder. Soll ich was aus dem Koran holen? Soll ich dir zwei Widersprüche zeigen, wenn du willst? Guck mal, ihr kommt ja immer damit an, aus dem Koran. Stell dir mal vor, ich nehme dir so viele Sachen aus der Bibel raus, was gegenüber der Menschheit auch nicht alles korrekt war und auch nicht gut war. Wir dürfen nicht immer aus den Suren sprechen. Wir müssen ja auch aus der Vergangenheit reden, was damals alles passiert ist. Wenn ich jetzt die ganze Zeit den Koran aufschlage und dir lese oder die Bibel, da kommen wir nicht weit. Du wirst deine Seite im Recht halten, ich werde meine Seite im Recht halten. Aber du musst mal 1000 Jahre zurückgucken. Wer hat auf dieser Erde mehr Leid angerichtet? Wer? Wer? Ich frage dich. Die Araber. Nicht die Araber. Nur eine Sekunde. Das war Leute, nicht dazwischen reden. Ganz kurze Pause soll er machen. Phantom, bitte kannst du mir mal den Vers aus dem Koran geben, der sagt, wer einen Menschen tötet, so sei es, als wäre es die ganze Welt getötet. Kannst du mir mal bitte so einen Vers aus dem Koran, kannst du mir bitte diesen Vers geben? Warte mal. Die Leute schreiben gerade, Flex hat Angst, der holt die Leute hoch. Ich kann die zwei rauskicken. Und kann ganz alleine mit Phantom reden. Habe ich auch kein Problem damit. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich muss nur die Bücher aufschlagen und schon fange ich an, wie eine Rakete zu schießen. Das ist für mich, das ist keine Kunst. Aber er soll nur diese Sure geben. Ich will nur diese Sure haben, weil ich suche sie schon seit... Ich habe schon mal von der Sure gehört, weil ich suche sie schon die ganze Zeit und ich finde sie nicht. Und du scheinst sie zu kennen. Bitte kannst du sie mir geben. Die Sure, guck mal, ich kenne mich mit dem Koran jetzt, ich will ja auch nicht lügen, ich kenne mich mit dem Koran jetzt nicht 100% aus. Warte, Dr. Sheikh. So, diesen Satz, wer einen Menschen tötet, somit tötet er die ganze Menschheit, das kenne ich jetzt nur anhand der Hodjas, anhand des Gespräches mit den Muslimen, so kenne ich das. Aus welcher Sure das steht, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich weiß, dass es im Koran steht. Aber zu dir, Bruder Flexer, ich will ja mal ganz kurz was dazu sagen. Nicht so schnell, Bruder, weil du kannst ja jetzt nicht einfach sagen und wieder weggehen. Guck mal, weil ich kenne die Sure, die du sagst. Ich kenne die Sure, die du benennst. Ist es nicht diese Sure? Diese Sure? Sure 5, Vers 32, ist das nicht die? Was steht denn da? Flex, kannst du dich größer machen, oder? Und wir noch kleiner. Dass man dich besser sieht, größer, weißt du? Ja, bitte. Hey. Ist das nicht diese Sure? Guck mal, hier. Guck hier. Und wer auch immer ein Leben rettet, dem wird darüber aufregen, warum wir über den Islam reden, warum wir die Wahrheit über den Islam zeigen. Leute, wenn ihr wirklich wollt, ja, dass wir nur noch bei unserer Bibel bleiben und nur noch evangelisieren, ja, als Christen, dann sage ich es euch nochmal. Hört auf, über unseren Gott, über unsere Religion zu lügen, dann werden wir aufhören, die Wahrheit über euch zu exposen und zu zeigen. Ja? Und jeder, der diesem Islam verfallen ist, ja, das Problem ist, guck mal, es konvertieren sehr viele Leute in Europa zum Islam. Es liegt aber daran, dass ihr alle kein Arabisch könnt, ja, beziehungsweise versteht, ja, und ihr habt keine Ahnung, was in dieser Religion überhaupt, was diese Religion beinhaltet, ja. Jeder, der menschliche Moral hat oder Ethik hat, ja, würde sich niemals auf so eine Religion einlassen. Niemals, ja. Wie kann man denn an einen Gott glauben, ja, dieser Allah, der erstens nicht allwissend ist, ja, der nicht barmherzig ist, versteht ihr? Und dieser Gott betet einen Menschen an. Wo sind wir denn da? Seit wann betet Gott einen Menschen an? Ja, ich habe nicht viel dazu zu sagen und auch an jeden Moslem, wenn du etwas über deine Religion lernen möchtest, brauchst du den Imamen gehen und hunderte von Euro zu bezahlen, komm zu mir, zu The Punisher, ich gebe es dir kostenlos. Ja, ich bringe euch kostenlos eure Religion bei. Yalla, der Nächste bitte.
Scheich, du kannst reden, ne? Du musst dich entstummen, Dr. Scheich. Ah. Ja. Zu blöd für TikTok einfach. Ich bin zu alt geworden für die Scheiße. Auf jeden Fall. Sorry. Zu meinen. Ja, genau, halber Mann. Halbe Frau. Das ist das. Ich mach gleich da weiter, was der Typ da unten sagt. Halber Mann. Machen wir gleich da weiter. Ein ganzer Mann. 0,5%, 0,5 Frau. Allein das zeigt schon, wohin die Reise geht. Frauen werden nicht mehr wert sein wie Männer. Wenn sich eine Frau damit abfinden kann, ja okay, dann ist die so unterwürfig wie was weiß ich was. Dann okay für sie, schön für sie, kann sie so leben. Wenn der Mann sie total dominiert und bis zum Ende ausbeutet und nebenher noch drei andere Frauen hat, legal. Und der Mann selbst, sagen wir mal, die ganzen Gesetze, was im Islam sind, das ist eine einzige Katastrophe. Seine einzige Katastrophe. Wenn ihr so unter der Scharia leben wollt, ja okay, aber ich werde dann das Land verlassen, dann könnt ihr hier eure Party alleine machen. Am liebsten, weil ich sag das nur so auf diese Art und Weise, weil ich das Gefühl habe, Deutschland wird erst dann aufwachen, wenn es zu spät ist, wenn sie ihren eigenen Kopf unter den Armen als Souvenir tragen. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass die das alles retten und diese Leute, die diese ganzen Regeln folgen wollen, dahin verfrachten, wo sie hergekommen sind. Das ist auch nicht böse gemeint und ich meine damit auch nicht jeden. Aber es muss so sein. Andere Länder machen das auch so. Wenn ihr steinige Meinigen und was weiß ich was machen wollt, dann geht in euer kleines, baut euer eigenes Spielplatz oder den Spielplatz. Also, hört ihr mich? Wir hören dich gut. Wir hören dich gut. Gut. Also, und zwar eben wegen dieser Sache, was die Zoe, wie die auch hieß, wo die es erwähnt hat mit dem Register. Eigentlich stehen wir schon im Register. Weil in dem, wenn man uns befragt, ja, wozu, was denkt, was glaubt ihr wohl, warum die ganzen Moscheen gebaut sind? Genau deswegen. Weil so merken die dann auch, wer halt sich der Lehre. Der echten Lehre sozusagen, kommt man darauf an, wer es aus dieser Perspektive ausschaut, wer sich dem hinzugefügt, wie soll ich das erklären? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Derjenige, der zum Beispiel dort nicht hingeht, ja, der wird automatisch dann verbannt, also von der Religion. Aber er steht immer noch im Register. Und so zählen die das auch ein. Also ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll, aber sobald die euch befragen und sagen, was für eine Religion gehören sie an, dann sagt ihr es automatisch. Und so steht ihr im Register. Das ist kein Witz. Das steht wirklich so. Wie auch mit den Gemeinden. Du kannst ruhig weiterreden, ne? Du hast noch 29 Sekunden. Ich meine es aber so, wie es ist. Ja? Wie auch mit den Gemeinden. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich bin Atheist, ich bin Agnostiker, ich bin dies, ich bin das, da steht alles im Register drin. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht beim Amt abmelde und sage, dass ich keine Muslima mehr bin, werde ich weiterhin als Muslima gelten. Wisst ihr, was ich meine? Die haben unsere Daten. Macht euch ja keine Sorgen. Ach, schön ist das. Ja, Lea, ich habe verstanden, was du meinst. Also wenn du da registriert bist, das nicht austragen lässt, dann bist du offiziell immer noch als Muslima oder andersrum als Christ oder Christin gewertet. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, viele gehen trotzdem, die konvertieren und die lassen das auch tatsächlich umschreiben. So ist es nicht. Vielleicht ist da sogar noch die Dunkelziffer noch höher und es liegt nicht bei 22%, sogar noch bei mehr Prozent, weil viele es nicht umtragen lassen. Da gebe ich dir recht. Jetzt habe ich das gesagt, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, den ich machen wollte. Ach so, ja genau. Mit der Geburtenrate ist das auch so eine Sache, ja. Das ist bald auch Geschichte. Weil wenn wir uns das mal angucken, dann sind die Ehen von muslimischen Männern und Frauen auch nicht mehr das, was sie mal waren. Man hat geheiratet, hat 3, 4 Kinder gemacht und bis ans Lebensende zusammengeblieben. Das ist auch nicht mehr. Wenn wir uns mal die Scheidungsraten angucken innerhalb von islamischen Paaren, dann ist das fast schon mittlerweile deutsches Niveau. Das ist doch normal, weil die betrügen ihre Frauen, ja, bis zum geht nicht mehr.
Ja, und auch noch, also ich will jetzt nicht, dass ihr denkt, ich meine jetzt jeden damit, ja. Es gibt genauso gut gute Männer und gute Frauen im Islam, also auch schöne Pärchen, die an ihr Lebensende zusammenbleiben. Aber tatsächlich gleicht sich das Niveau mittlerweile dem deutschen, europäischen Niveau an. Und da ist bald in Europa auch Schluss mit der Geburtenrate. Also das wird auch noch wegfallen. Deswegen, also immer wieder, wenn dieses kommt, der Islam wird siegen, also ich muss euch da leider enttäuschen. Das wird er nicht, ja. Ansonsten, Wetter ist schön, regnet ein bisschen, ist nicht ganz kalt. Ich bin gerade unterwegs. 10 Sekunden noch. Guck mal, wenn man nichts zu reden hat, ne, dann wie lange so 10 Sekunden sein können. Hallo? Patrice, wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's gut. Du kannst reden, wenn du willst, gell? Ich hab dich einfach so ja, cool. Ich habe da nicht so viel dazu sagen. Ist die Zoe noch da? Zoe, nee, die ist nicht da. Aber ich stumm mich kurz, du kannst reden, ne? Also, ja. Ich habe nicht viel zu sagen. Also, ich habe nur gehört, als sie gesagt hat, sie folgt ihrem Herzen. Und ich wollte sie fragen, was macht sie, wenn Jesus zurückkommt und sich doch herausstellt, dass er Gott ist? Das wollte ich sie fragen. Denn dann ist es zu spät. Wenn sie tot ist, da hat sie keine Chance mehr. Was macht sie dann? Nur das wollte ich fragen. Denn ich finde das lächerlich, wenn muss vor allem Frauen zum Islam konvertieren und die haben keine Ahnung, was der Islam überhaupt mit den Frauen macht. Das finde ich lächerlich und hört einfach damit auf, Frauen zum Islam zu konvertieren. Studiert doch erstmal den Islam und dann könnt ihr, weiß ich nicht, im Islam bleiben, wenn euch das gefällt. Das Gefühl, dass ich abgebrochen bin. Jetzt, okay, voll komisch. Alle sind rausgeflogen, ey, okay, das ist das Ganze. Ich hab das Problem ständig hier beim TikTok, ey, keine Ahnung. Ich glaube, ich krieg so Dinger Cyberangriffe von bestimmten, von Pharisäer. Das waren Cyberangriffe, Leute. Cyberangriffe von Cyber-Jihad. Du hast Internet gewechselt. Nein, ich habe auch kein Internet gewechselt. Aber Leute, kommt noch mal in einer halben Stunde noch mal rein. Ich tue jetzt ganz normal kurz was hier erledigen, Leute. Und in einer halben Stunde komme ich rein. Leute, wie sehe ich heute eigentlich aus? Sehe ich gut aus oder sehe ich scheiße aus? Ich hoffe, ich sehe heute gut aus, weil gestern sah ich wirklich schrecklich an. Zeig uns die Quelle und sag mir, warum der Prophet 2 schwarze Sklaven verkauft hat. Er hat sie nicht eingetauscht, okay. Er hat sie verkauft für einen. Sag mir, warum dein Prophet Sklaven hatte und warum er Sklaven verkauft hat. Ich will dafür eine Erklärung haben. Dankeschön. Von meinen Händen, von meinen Augen, auf meinen Kopf, sagen wir auf Arabisch. Einen Moment bitte. Okay. Ben. Ben Oho. Ja. Ja, ja. Mabru, in Krofoi, omuye jahil, me catch she. Entron kwa, jese omu chan tro one by one. Hey, Dingens, also für mich wäre das auch wirklich interessant, auch jemanden reinzuholen, der wirklich auch antworten kann, weil Bruder, der Captain, Bruder, er geht nicht darauf richtig ein, wir versuchen immer, also du stellst ja die Fragen gezielt, aber die gehen nicht darauf ein, das ist das, richtig, was ich danke dir, Ben, dass du es selber gemerkt hast, Katastrophe, Katastrophe. Ich muss wirklich sagen, als Außenstehender, das ist das, und als Neutraler, danke dir, das ist das, was mich so aufregt, weil wenn man Fragen stellt, da muss man auch gezielt antworten und jedes Mal kommt die Antworten immer so stückchenweise und nicht mal immer Dankeschön. Direkt auf die Frage und das bockt mich. Danke dir. Ja. So kommen wir auch nicht voran, wenn man nicht genau antworten kann auf die Frage. Absolut.
Bruder, jetzt absolut, jetzt kannst du dir vorstellen, hey, warum wir jeden Tag Leute, Kopfschmerzen haben. Eine Sache muss ich trotzdem sagen. Guck mal, für diese ganzen Rosen, die wir ihnen geschenkt haben, für diese 60 Sekunden, wir wollen diese Rose wieder zurückhaben von Captain. Flex. Wir wollen die 60 Rosen wieder zurückhaben, Mann. Ganz kurz. Elia hat mir gerade geschrieben, nimm ihn mal bitte an, Pierre kommt sowieso nicht, weil Elia zeigt jetzt eine Quelle auf Arabisch und Captain soll das vorlegen. Also, gerne. Aber ich finde gerade diesen Punkt, ganz kurz, Bruder, du kannst ihn hochholen. Ben Fresh, ich danke dir. Guck mal, er hatte selber gemerkt, und Ben Fresh, Bruderherz, wir haben jeden Tag diese Probleme. Sie schweifen vom Thema ab, sie reden um den heißen Brei, Bruder. Wir kriegen wirklich Kopfschmerzen. Ja, Bruder, ist dir aufgefallen, du kannst diesen Vers nicht verteidigen. Das ist das Problem. Okay, also dann ist es ja quasi, wenn man nicht darauf antworten kann, wie ich das immer gelernt habe, dann ist es ja die Wahrheit. Genau. Ja, natürlich ist es die Wahrheit, Bruder, klar. So habe ich, wie heißt das, so habe ich das ja immer auch gelernt, als ich klein war. Richtig. Wenn man nicht explizit auf eine Sache eingehen kann und die ganze Zeit drumherum redet. Richtig. Das sagt ja schon alles dann. Weil man sich schämt. Man schämt sich, Bruder, für die Quelle. Man schämt sich für die Quelle, das ist Fakt. Ne? Und darauf kann man auch nicht drauf antworten, weil das einfach zu hart ist. Das ist hart. Ja. Ich hoffe, es geht euch gut. Und das ist wirklich eine originale Quelle oder ist es jetzt von jemandem? Original, Bruder. Original. Okay. Yes. Okay, ich hoffe, es geht euch gut, ihr Lieben. Uns geht's hervorragend, Bruder Herz. Sei der Herr Jesus. Aber Leute, wirklich, nimm's mir nicht übel. Es ist ein geiler Stream heute, aber Leute, ich mache nur noch 10 Minuten. Ja. Okay. Ich würde, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, sogar bis Mitternacht mit euch noch durchmachen, aber geht nicht. Ich mache nur noch 10 Minuten mit euch. Und dann, Ben, ihr könnt alle zu Ben gehen, weil Ben macht wahrscheinlich noch einen Stream auf. Ben. Und dann könnt ihr mit Ben ein bisschen schwätzen. Und Khanja, du kannst auch bei Ben reingehen übrigens, ne? Ben. Ja, Bruder. Guck mal, ich mach dir ein Angebot, Ben, ja? Versprichst du mir, wenn dieser Pierre Vogel mit mir debattiert, 1 gegen 1? Du wirst es hören und sehen, dass ich diesen Typen zerstören werde. Wirst du dann den Herrn Jesus Christus annehmen? Wieso, Ben? Glaub doch an Jesus Bruder, Christus. Bruder, ich bin noch als Christ geboren, Bro. Deswegen, aber ich habe trotzdem den Bezug zum Glauben, habe ich ja auch gesagt. Ich habe den Faden verloren, Bro. Aber jetzt ist so ein Zwiespalt. Ich finde muslimischen Seiten, also ein paar Sachen von der muslimischen Seite finde ich positiv, so wie auch christlichen Seite, aber so wirklich in eine Richtung eingeschlagen habe ich jetzt noch nicht so, weißt du, aber du bist mit Flex bist du im Kontakt, ja? Ja. Na klar, wir telefonieren schon. Weißt du, wie man sowas nennt? Fresh, du bist nichts anderes als ein verehrter Schaf, Bruder. Du hast Jesus im Herzen, du bist verehrt, du wirst aber zurückkommen zu der Herde, Bruder, weil der Hirte wartet auf dich, Bruder, jetzt. Vertrauen. Yes. Ja. Absolut. Ja, die Frage ist ja von Mr. Captain. Ich habe ihn schon verstanden. Da sind, was er meinte. Er meint, das ist ein Muslim. Okay, warte, Bruder. Das ist, aber Captain, eine Frage habe ich. Kannst du Arabisch? Das ist Sahih Muslim. Ja, das ist Arabisch. Nein, okay. Was ist daran wichtig, die Hautfarbe erstmal zu erwähnen? Erstmal das. Die zweite ist, mein Lieber, in der ganzen Bibel siehst du auch, dass die Israeliten, gab es ja auch damals unter den Herrschaftssklaven. Aber jetzt pass auf. Nirgendwo in der Bibel wurde eine Hautfarbe erwähnt. Das ist erstmal was. Zweitens, die Sklaven und das jüdische Volk haben beide die gleiche Rechte gehabt. Da gab es nicht jemand wegen einer Hautfarbe, dass man den bevorzugt hat. Aber wenn ich dir jetzt auf Arabisch zeige, dass Omar bin al-Khattab schwarze Sklaven angefasst hat, ob die dicke Brüste haben oder dicke Hintern haben, damit man sie besser verkauft. Was tust du dann? Verlässt du dann den Islam? Ich zeig dir das auch auf Arabisch. Bruder, ich kenne diese Hadith, wo willst du sagen, von Umar bin Khattab, das ist richtig, nicht falsch. Aber es geht nicht um Farbe. Ihr wolltet hier nicht verstehen, dass es im Islam gibt's keine Farbe. Also, und Allah hat gesagt, aber sogar im Islam selber. Und okay, stopp. Guck mal, ich stelle dir eine ganz normale Frage. Warum erwähnt in euren Hadithen, welche Mensch eine Hautfarbe hat? Das ist das Erste. Ich sage dir warum. Was ist daran interessant, welche Hautfarbe er hat? Ich sage dir warum. Warum? Weil
Weil damals gibt es nicht nur Sklaven aus Afrika, sondern überall auch Arabisch. Und das, wenn sie sagen, zwei Sklaven von denen und zwei Sklaven von denen, ist so sagen, aber Islam, es macht nichts zu tun. Umgekehrt, wenn du liest in Bibel, dann findest du viele Sachen gegen Sklaven. Und ich kann dir vorlesen, wenn du willst. Ich kann dir vorlesen. Ich kenne deine Bibel. Ich kann dir vorlesen, nur eine ganz kurze Stelle, Bruder, damit die Leute zuhören, dass es gelogen ist, was er sagt. In der Bibel steht, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Wo ist jetzt die Hautfarbe? Gar nicht. Also ich danke dir vielmals. Gott segne dich. Steht Sklave, Bruder, steht Sklave, wer hurt nicht sein Herr, dann schlage ich. Ich danke dir, ich hab dir die Quelle gegeben, jetzt kannst du bitte auf deinen Glauben wieder darauf eingehen. Guck mal, es ist ja auch, du sagst ja, eine Frage habe ich jetzt an dich, guck mal, wenn ich dir das jetzt alles aufzeige, findest du das normal, dass ein Kalif die Frauen, fremde Frauen antastet? In ihren Brüsten und an ihren Hintern. Und das Schlimmste waren, das waren auch Juden und Christen, die schon verheiratet waren. Der hat sie zu Sklave genommen. Laut Sura 4, Vers 3 ist das zeitlos gültig. Ist das, stell dir mal vor, vergebe mir, dass ich dir das sage, okay? Es ist nur ein Beispiel, damit du etwas verstehst. Stell dir mal vor, du bist jetzt... Habibi, Wallah, ich weiß, was du sagst. Captain, ich weiß. Nein. Was ist das? Was ist das? Ein Christ würde deine Frau anfassen und ich würde sie zu Sklave nehmen. Was ist das? Ist das schön? Ich zeige dir jetzt vor dir, dass ich bitte steht, beantworte Sklave, bitte meine Frage. Nicht. Guck mal, Kollege, ich muss jetzt kurz reingrätschen. Ich muss jetzt komplett reingrätschen. Ich mache mich jetzt mal groß. Beantworte bitte meine Frage. Warte, Elijah, warte. Captain. Ja. Warum bleibst du nicht bei der Frage, die wir dir gestellt haben? Warum springst du jetzt zur Bibel? Hast du Angst, diese Frage zu beantworten? Ich habe dir vor 10 Minuten gesagt, lass mich kurz ausreden. Ich habe dir gesagt, bring mir eine Erklärung, warum dein Prophet zwei schwarze Sklaven verkauft hat, weil die Überschrift The Book of Financial Transaction, eine Währung. Wir Dunkelhäutige sind eine Währung. Und warum werden wir als Tiere bezeichnet? Ja, selling animals for animals. Das ist die Überschrift. So, ich frage dich jetzt noch ein einziges Mal, weil wenn du dieses Wissen nicht hast, weil du hast vor 500 Leuten gesagt, du bist ein wissender Moslem und jetzt bring mir bitte... Dir. Warum? Nein, ich mach dich groß, zeig mir Quelle. Du brauchst aus deinem Mund mir nichts sagen. Zeig mir bitte Quelle. Ich arbeite nur mit Quellen. Zeig mir bitte die Quelle. Bruder, ich habe hier aber auf Arabisch, das ist Sahih Muslim. Aber bring mir ein Tafsir, der das erkennt. Auch Arabisch, kein Problem, weil Elia hat auch die ganzen Hadithe. Zeig mir einfach auch auf Arabisch. Wir sehen ja auch die Stelle, wir können selber googeln oder nachschauen. Okay, zeig uns auf Arabisch. Und mal gucken, ob das zu dem, was ich gesagt habe, zusammenpasst. Elijah kann Arabisch. Yalla, du darfst. Ja, was ist denn los? Achso, er muss suchen. Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich suche dir den Hadith. Aha. Okay. Aber ich erkläre dir, weil ich weiß die Erklärung, aber du... Nein, ich will die Quelle sehen. Erklärung aus dem Mund ist okay, aber ich will die Quelle sehen. Okay, einen Moment. Von meiner... Ja, kein Problem. Du hast sehr viel Zeit, weil du bist hier hochgekommen, hast gesagt, du hast das vollste Wissen. Ja, ich bin... Dann musst du auch beweisen können, dass du auch das vollste Wissen hast. Das ist gar kein Problem. Ja, ich bin plötzlich, aber wenn du willst nochmal, dass wir wieder so... So, zum Beispiel gibst du mir eine bestimmte Zeit oder bestimmte Tage und dann finden wir ein Thema und ich zeige dir und zeigst du mir, was du willst, also was du... Ich hab dir doch die Quelle gezeigt. Ich hab das Gefühl, das ist zu viel für dich, was ich verlange. Das ist das Gefühl, was ich habe. Bring mir nur ein Tafsir, eine Erklärung zu dem, was ich dir gesagt habe, warum verkauft er Sklaven? Das ist das Einzige, was ich möchte. Weißt du, warum er nicht direkt antworten kann, Bruder? Weil sie sind es gewohnt. Das ist hier. Ja, bitteschön.
rede. Warte. Nee, sag, sag. Ey, Flex, wenn er das nicht beantworten kann, Bruder, dann nehmen wir mal jemanden hoch, der das beantworten kann. 1602. Ja, also, Captain, das ist Zeitverschwendung. Nehmen wir mal raus, weil, Bruder, das macht keinen Sinn. Da holt bitte jemand raus, der Fakten hat. Mhm. Ben, du hast gerade selber gesehen, Ben, Bruderherz, du hast halt selber gesehen, wir machen das nicht mit Absicht, sondern die kommen hoch, ja, und stellen sich zur Verfügung und sagen, wir haben Ahnung. Deswegen geben wir ihnen auch eine Plattform von 500 Zuschauern. Ja, ich weiß, aber es kommt ja nichts dabei raus. Mhm. Hallo Angie, also, was können wir für dich tun? Ich gucke schon seit einer halben Stunde zu und hier sind nur Männer drin, unten sind nur Männer drin. Ich möchte gerne meinen Beitrag dazu beileisten. Also wenn du eine Antwort zu diesem authentischen Hadith geben kannst, dann gerne. Ansonsten, wenn du jetzt über was anderes reden willst, das passt nicht zum Thema. Ich hoffe, du kennst dich aus, Angie, mit der Quelle. Kannst du nochmal kurz wiederholen, weil ich war so irritiert von dem anderen, der gerade drinne war. Ach so. Okay, ich wiederhole alles. Okay. Alles gut. Stummt euch alle, dann erkläre ich das noch. Aber ich mache nicht mehr lange. Ne? Also das ist ein Sahih, ist eine sehr authentische Quelle. Das ist Sunan an-Nasai 4621. Es geht darum, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei dunkelhäutige Sklaven verkauft hat für einen. Meine Frage ist, der beste Mensch, der je gelebt hat, warum hatte er zwei schwarze Sklaven? Kannst du darauf antworten? Wenn nein, ist nicht so schlimm, dann nehme ich dich raus. Genau. Nee, kann ich nicht darauf antworten. Was? Sahih Angie, klar, für was bist du hochgekommen, Sahih Angie? Vielen Dank, dass du dann da warst, Angie, ne? Ich war, Danke dir. Alles klar, thank you. Thank you for coming. Sahih. Because this is a waste of time. Das war Sahih Angie. Wir haben jetzt... Das ist, holen wir mal jemand anders hoch, weil das hat keinen Wert, ne? Hey, Flex, wenn keiner darauf antworten kann. Flex. Ja, Bruder, jetzt. Schönen Abend alle zusammen. Assalamu alaikum. Wie gehst du auf, Bruder? Bleib an alle zusammen. Hi. Und warte mal kurz, Leute, alle reden dazwischen. Ben, was hast du gesagt? Meinte, bleib mal ein bisschen, Mann. Du machst es voll gut gerade, Bruder. Bei mir geht das nicht weiter. Wenn du aufgehst, ist es vorbei, komplett Thema zu. Ja, okay. Okay. Bleib doch ein bisschen, es ist doch gerade voll interessant. Hol Leute hoch, die das beantworten können. Danke dir. Danke, Bruder. Ja, aber dann müsst ihr den Stream gleich alleine machen oder Khanja macht dann den Stream weiter, weil ich muss kurz Sachen machen. Alles gut, Bruder, alles gut. Mhm. Okay. Apo, was können wir denn für dich tun? Grüß Gott erstmal. Also Salam alaikum an alle. Guten Abend an alle. Und ich sag mal so, es gibt viele Hadithen von sehr vielen anderen auch Gelehrten. Beziehungsweise, wenn man jeden Gelehrten so annimmt, dann müssten Schia und Sunniten, beziehungsweise alle, das Gleiche glauben. Und das ist ja nicht richtig. Und ich sag mal so, die Gelehrten, beziehungsweise die Hadithen, die du gerade gelesen hast, bei uns ist es, ich erkläre es dir mal so. Bist du Schia oder bist du Sunni? Ich bin Sunnite. Ich erkläre dir das aber mal so. Bei uns ist es sogar so, dass wir... Also in der Prophetenzeit war das so, dass bevor Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam da war, dass es Sklaven waren, ja, richtig. Es gibt aber auch, wie der Captain auch erzählt hat, mit dem Bilal Habesh, dass er auch ein Sklave war und er gerettet wurde. Apo, ich muss dich ganz kurz wieder unterbrechen. Das Ding ist, ich bin ein Mensch, ich mag Leute, die Quellen bringen können. Wenn Leute hier reinkommen und zu reden, als würden sie verstehen. Moment. Dieser Hadith stimmt nicht. Wenn wir jeden Hadith glauben würden... Kollege, Apo, ganz kurz, Dedekhanja, ihr könnt gleich reden. Guck mal, hör zu, Apo. Ich will keine Philosophie, nimm's mir nicht böse. Du bist sehr respektvoll, das finde ich schon mal gut. Dieser Hadith ist zu 100% authentisch. Du kannst auf deinen Sahih... Es ist nicht, Bruder. Weil Bruder, das Bruder, hör wäre, auf, hör wie auf. Kann das nein, denn sein, dass nein. so viele farbigen Brüder von uns Moslems sind? Das weil sie das nicht kennen. Juhal, das ist Juhal. Das sind Unwissende, die wurden verarscht. Nein, du selbst darfst doch nicht Millionen Menschen natürlich. Unwissende nennen. Wir haben eins bis zwei Warum? Millionen Moslems. Okay, Apo, ich gebe dir ein Beispiel. Wieso nennt dein Prophet einen Äthiopier seine Schädelform eine Rosine? Nein. It's waste of time. Der verschwendet unsere Zeit. Der nächste rein. Der verschwendet unsere Zeit, Bruderherz. Ich nehme jemand anders durch, weil der verschwendet unsere Zeit. Das so bringt es nichts. Alles gut, Ranja. Ja, alles gut, Bruder. Der verschwendet unsere Zeit. Das hat keinen Wert, weil er will die Hadithe nicht akzeptieren. So, Aslan, was können wir denn für dich tun? Okay, der ist rausgegangen, der hat auch Angst. Okay, der Nächste.
Der ist jetzt von alleine rausgegangen. Ich habe den jetzt nicht. Ich finde es gut, dass Ben Fresh alles selber sieht, Bruder, dass die rumheuchen. Ja. Das sieht er selbst. Das finde ich gut, Bruder. Da muss er selber sehen, ist so. Ja. Ja. Okay, was ist jetzt mit Saddam? Okay, der hat schlechte Verbindung, hat auch keinen Wert. Raus. Wahrscheinlich hat auch keinen Wert. Dankeschön, dass du da warst. Die Rechnung nicht gezahlt, vielleicht. So, jetzt gucken wir, wer ist der Nächste? Der hier. So, jetzt gucken wir mal. Salam alaikum, erstmal an alle. Wa alaikum. Wa alaikum. Was können wir für dich tun? Ich wollte deine Frage beantworten mit den Sklaven. Okay, hast du eine Quelle? Ich mach dich groß. Dann kannst du die Quelle bringen. Wenn du keine Quelle hast, dann hat's keinen Wert. Dann verschwendest du unsere Zeit. Ich kann dir einen Screenshot zeigen, warte. Du blende das aus, mach deine Kamera an. Ja, aber komm jetzt nicht mit Gerdo Gas. Dass man Screenshots zeigt. Ja, du bist doch hochgekommen. Du hast Tupac sogar als Hintergrund. Zeig uns mal die Quellen. Tupac, Wahnsinn, Bruder. Da steht bei Sahih al-Bukhari 44. Kannst du gerne selber jetzt nachschlagen? Nein, ich mach das nicht selber auf, weil du bist in der Beweispflicht. Zeig uns das. Mach deine Kamera an und zeig uns das bitte. Ja, ich guck's doch gerade über Handy. Wie soll ich meine Kamera anmachen und über Handy zeigen? Sag mir nur, wie man das macht. Er verschwendet auch unsere Zeit. Weil, wie gesagt, ich mache die Arbeit nicht für euch. Ihr seid in der Beweispflicht, wenn ihr schon Ahnung habt. Der Nächste einfach. Tupac, Wahnsinn. So, hier haben wir einen Postrigage. Dann holen wir den hoch. So. Ah ja, wie gesagt, ich mag keine Leute, die Zeit verschwenden. Das ist doch, das hat keinen Wert so. So, Postrigage, was können wir denn für dich tun? Okay, der verschwendet auch unsere Zeit, der will nicht reden. Okay, raus. Hat auch keinen Wert. Dankeschön, dass du da warst. So, der Nächste. Bandi Sharif. Keine Ahnung, wer das ist. So, jetzt. Salam alaikum. So. Wa alaikum. Was können wir für dich tun, mein Lieber? Ich bin schwarzer Muslimin. Ja. Du bist was? Ich bin eine schwarze Muslimin. Alhamdulillah. Meine ganzen Land sind auch alles Muslime. Mach ihm mal Großband, bitte. Ja, genau. Alles klar. Ja. Ich muss dir einen zeigen. Also ich kann so nicht 100, ich bin nicht Sheikh. Weißt du, was Sheikh bedeutet? Einer der, also richtig wie Pfarrer beim Christen. Wie was? Pfarrer? Ja. Wie ein Pfarrer. Er ist ein Pfarrer. Okay, ja, weiter. Genau. Guck mal, du bist, wenn du hast vielleicht deine Bibel alles auswendig gelernt, gell? Hol jemanden, der Koran richtig ausdrucken kann. Und nicht Leute, die Muslimen sind, aber nicht richtig mit der Religion. Wir wählen sie ja nicht, die kommen ja freiwillig hoch, wir wissen es ja nicht. Also genau, ja, hol die kommen freiwillig hier hoch, also ich habe niemanden gezwungen, hier hochzukommen, die kommen freiwillig. Hol dir jemanden, der mit dir diskutieren kann. Und ja, sollen wir klingeln, die kommen doch automatisch. Wir haben Pia Vogel gesagt, Pia Vogel kann hochkommen, gerne, aber der wird das hier nicht verteidigen können, weil ich werde dann noch tiefgründiger in dieser Materie gehen, wenn Pia Vogel kommt. Und dann kann er es gar nicht mehr verteidigen, das ist gar kein Problem. Wenn du willst, hol Pia Vogel hoch, ist kein Problem. Im Koran findest du keine Fehler. Es gibt im Koran gibt es gar keine Fehler. Es geht auch nicht um die Fehler. Badri, uns geht es nicht um die Fehler. Uns geht es hier um Rassismus, um das Sexualisieren, um die Perversion, um das Töten. Es gibt mehrere. Es geht nicht nur um Fehler. Badri, es dreht sich hier nicht nur um Fehler. Bruder, verstehst du, was ich meine? Ja, Muslimen ist das Richtige. In Muslimen. Okay, ich mache das jetzt für dich ganz einfach, Badri. Badri, hör zu. Wir haben hier eine authentische Quelle, das ist ein Sahih. Und wenn du ja in der Moschee gehst jeden Freitag, weißt du ganz genau, dass Sahih eine sehr authentische Quelle ist. Wir haben hier einen Vers, wo Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei schwarze Sklaven verkauft. Nicht tauschen, er verkauft sie für einen. Kannst du mir erklären, warum dein Prophet ein Sklaventreiber war? Warum er zwei schwarze Sklaven verkauft hat für einen? Und du bist schwarz. Du solltest wissen, dass Arabien, dass in der damaligen Zeit, dass sie eines der größten Sklaventreiber waren. Und du folgst dieser Religion. Und jetzt gib mir einen Grund, warum du dieser Religion folgst, obwohl dieser Prophet ein Sklaventreiber war. Du hast die Bühne. Du darfst reden. Ey, Bruder, pass auf. Vor den Muslimen, gell, das gab es immer auch Sklaven, nicht nur Schwarzen, auch Araber, brother, Weiß. Brother, please answer my question, my brother. You are black, I'm black, I love you. Please answer my questions. Guck mal, ich sag dir, Flex, hol dir jemanden,
der das richtig. Aus welchem Land bist du, Badri, ursprünglich? Aus welchem Land, wenn ich fragen darf? Ich bin aus Somalia, Bruder. Oh, sehr gut. Somalia, sehr gut. Badri, weißt du, es gibt einen Vers, wo es beschrieben wird, dass ihr Rosinenköpfe seid. Willst du das sehen, Badri? Guck mal, hol dir jemanden, der das richtig. Badri, ganz kurz, ich hab's verstanden, du hast so Millionen Mal gesagt, wir sollen jemanden Leute, holen. Die... Badri, ganz kurz, du bist ein Somalier, kein Problem, guck mal. Wir zeigen dir eine Quelle, die ist sahih, okay? Da steht wortwörtlich, ja, dass die Habesche ihre Schädelform aussehen wie eine Rosine. Du weißt, was eine Rosine ist, Badri? Rosine, was ist das, Bruder? Ich kann, guck mal. Getrocknete Trauben, mal, diese du kleinen. Badri, du fragst mich, ich antworte dir, Badri, ich antworte dir. Du hast mich doch gefragt, was ist das? Du weißt doch. Nein, wirklich, das kannst du in 100 Jahren erklären. Die wollen das nicht wahrnehmen. Hol das steht in deren Schriften, sogar in deren Büchern, die wollen das nicht wahrnehmen. Guck mal, hol da wird nur philosophiert. Ich schwöre, nur philosophiert. Schade, ehrlich, sehr, sehr traurig. Badri, guck mal, wie. Ich finde das so traurig. Guck mal, Badri, wir haben nichts gegen dich. Wir lieben dich als Mensch, so wie du bist. Du bist ein Bruder in Adam. Wir haben nichts gegen dich. Wir wollen dir nur die Augen öffnen. Guck mal, du bist ein Somalier. Ja? Du bist ein Schwarzafrikaner, Bruder. Und ihr wird ja in dem Islam beleidigt. Was ist deine Religion? Ich bin Christ. Bruder, darf ich zeigen? Darf ich nur bitte zeigen? Weißt genau. du, dass diese People. Juden, ja. Das Juden. Okay, Badri, vielen Dank, dass du da warst. Bruder, lass er hat kein Wissen, Leute. Sag, Bilja, sag. Nur zwei Sachen, ja, danach Bruder. Könnt ihr reden, Bruder, jetzt. Okay. Ja. Habt ihr gewusst, wenn Mohammed von einer schwarzen Frau träumt, dass er sagt, das ist die Pest? Wahnsinn. Erstmal das. Zweitens, es steht überliefert, dass der, ich habe hier die ganze Quellen, eine nackte Frau schrie. Eine nackte Frau war schwanger, sie schrie um Hilfe. Und was hat der Al-Khazari gemacht? Der hat sie ein Kind und sie geköpft. Für was? Für nichts. Habe ich hier die Quelle vor mir liegen? Wahnsinn. Ich blende kurz meine Kamera ein, Bruder. Wieder wegen Schwarz. Bruder, mit diesen zwei Sklaven, das ist noch gar nichts, Bruder. Das ist so, es gibt noch so, bah. Ich will das gar nicht aussprechen, Bruder, jetzt. Ja, guck mal, erstmal hier. Jedes Mal, das ist ein Hadith bezüglich des Traums. Ich mache das mal so, ja? Ja. Dann könnt ihr das besser lesen. Das ist der Traum des Propheten, mit dem der Prophet sagt, ich sah einen Traum, eine schwarze Frau mit ungeflecktem Haar, die Medina und sich in Mahina niederließ. Ich interpretierte das als Symbol für eine Epidemie, die von Medina nach Mahina, nämlich an Ulfa, übertragen wurde. Ist euch aufgefallen, Ben ist richtig geschockt. Und das ist... Ja. Bruder? Ben ist geschockt. Sahih al-Bukhari. Ben, schreibt es dir auf, Bruder. Sahih al-Bukhari, schreibt es dir auf. In einem anderen Hadith hat er gesagt, wenn ihr von einer schwarzen Frau träumt, das ist die Pest. Und dann haben wir hier überliefert, was sehen wir hier? Bruder, kannst du Englisch lesen für uns hier? Bruder, das Schlimme ist, wegen ihren... Bruder, komm, wie rassistisch. Kannst du mir das mal irgendwie zuschicken, irgendwie den Link oder so zukommen? Wir schicken dir alles, Bruder. Alles. Guck mal, Bruder. Ben, überleg mal, in diesem Hadith liest du sogar... Flex über meine WhatsApp und dann schicke ich ihm das. Ben, überleg mal, da steht sogar wegen ihrer Haare, ne? Nur weil sie Afrohaare hat, steht da ungepflegt. Überleg mal, wegen ihren Afrohaaren. Bruder, kannst du das bitte lesen? Weil ich kann nicht so gut Englisch. Ich kann es nur auf Arabisch. Guck mal, da steht, als der Kite destroyed the idol, forated but... Kasai Tripha als Black Woman, naked, miss her operated, wailing and beating her cheese. Also er schlug ihr Brust, dann die, und er killte sie. Und ui. Zerstörte ihr Idol. Das war eine Gläubige, die an gewissen Sachen geglaubt hat. Sie war nackt und die Muslime haben sie gekillt. Eine andere Überlieferung auf Arabisch, sie war schwanger, Bruder. Sie hat nichts getan, sie wurde einfach gekillt, weil sie gesehen wurde als Pest. Allah! Und dann sehen wir hier auf Arabisch, jeder, der Arabisch wissen kann, was steht hier? Von wem ist das? Weißt du, was da drin steht? Da steht nichts anderes, dass die Schwarzen, die enthalten Gift. Und Omar bin al-Khattab hat an ihren Brüste, an ihre Ärsche getestet, wie wertvoll die sind. Und dann wurde sie für mehr verkauft. Was? An Brüste und Ärsche hat er sie getestet? Genau, richtig. Damit er mehr Kohle macht. Pervers, und, komm, was ist denn pervers? Von wem ist das? Überleg mal. Das sind eure Bücher.
Guck mal, was für Ben Fresh, guck mal, das ist ein. Guck mal, das sind ihre Bücher, Bruder. Jetzt. Das sind ihre Bücher. Und das ist Sahih. Guck mal, Ben, ich mach mich extra groß. Okay, zum Abschluss. Ich muss kurz was sagen. Ben, ich weiß, du bist übel geschockt, aber das sind deren Bücher, Bruder. Wir können nichts dafür. Allah. Das ist deren Bücher. Wie kann man noch lachen? Die hat recht, eigentlich ist es nicht mal zum Lachen, Bruder. Normal ist es nicht mal so. Die hat recht, eigentlich. Das ist traurig, Bruder. Wir auch aus Verzweiflung lachen wir. Das ist sehr traurig. Ja? Das ist sehr, sehr traurig. Sehr traurig. Das ist. Hello, guys. Hey, Babylon, brother, how you doing? Habibi, how are you? Do you guys know how those slaves were dressed? No. From the belly button to the knees only. Topless. Oh my God. Yes. Oh my God. Oh my God. The problem is, Babylon, you came too late because I'm gonna take a little break. I mean, we have so many people here, but I need to take a break, my brother, und an die ganze Community. Okay. Ich weiß, ihr wollt, dass ich lange bleibe. Ich liebe euch von ganzem Herzen, aber ich muss eine kleine Pause machen. Ansonsten bin ich morgen früh wirklich komplett am Arsch. Wir können morgen wieder machen, Bruder. Ihr könnt alle folgen. Ben, bist du dabei, bitte, Bruder? Herz. Ja, Ben, machst du Stream auch? Bruder, muss auch nicht, Bruder, ist egal, muss nicht mal heute sein. Ben, bist du Dings dabei wegen morgen oder übermorgen, wenn wir das machen? Ja, Bro, ich finde das voll interessant, ich fand sehr das gut. Davor schon interessant, aber ich habe ja den Faden dann verloren. Ich weiß nicht, was alles ich gut. Gemacht habe. Babylon, kann er ich meine, kurz Babylon kurz übersetzen? Babylon. Machen wir gleich, Elia, Bruderherz. Wir machen es gleich, Bruderherz. Elia, Babylon kann übersetzen. Mach das, Leute, ganz kurz, weil ich will zum Abschluss kommen. Ja, Ben, machst du Stream auch? Boah, ich weiß nicht, wie gesagt, was soll ich denn großartig sagen, wenn ich aufmache, Bruder? Ich bin. Nee, wenn du aufmachst, dann kommt Elijah, Khanja und Babylon kommt bei Bruder, dir rein. Bruder, das ist kein Problem. Ben, kein Stress. Bruder, jetzt Ben, kein Stress, muss nicht heute machen, kein Problem. Wir können es auch morgen machen, wir können es vereinbaren, ist kein Problem. Mhm. Mach dir keinen Stress. Wir machen es offiziell, Flex, dass du auch dabei bist. Nee, wenn wir zusammen sind, ist schöner. Weißt du, ich meine, dass alle zusammen sind. Und wir machen das, Ben. Wir schreiben dann und Flex macht das mit dir aus. Genau. Morgen, ja, Leute, morgen, so Gott will. Wir schreiben, Ben ist geschaut, natürlich. Ja, wir machen das, Bruder. Kein Stress. Wir machen das, Bruder. Alles gut. Zum Abschied, Elianathan, lass es von Babylon übersetzen. Danach sage ich ein paar Sachen von der Bibel und danach beenden wir den Stream, Bruder. Okay, aber wir übersetzen nur noch das und dann machen wir Pause. Ich mache Pause. Übersetzt. Ja, Bruder, alles. Kannst du mich kurz groß machen, Bruder? Ich fühle mich nur. Yeah. Babylon, my brother, can you read this in Arabic? We want to translate also something. Can you read in Arabic? Ja, ich habe hier in Deutsch. Hier ist eine schwarze Frau, die getötet worden ist. Hm. Ja. Mhm. Sie wurde hier getötet. Erschienen an heute. Guck mal, sie suchte nach Gnade. Sie hat geweint. Und was machen die? Saad, er sofort tötete sie. Keine Gnade und zerstörte ihr. So wie ISIS. Überleg dir das mal. So wie ISIS. 1:1. Sie suchte und weinte. Aber Saad. Wow. Tötete sie und zerstörte ihren Idol. Krank, oder? Oh my God. Und guck mal hier. Oh my God. Oh my God. Und Babylon. Habibi. Habibi Aziz, wie geht's? How are you? Habibi Aziz. Hey. Hey. You can also read Mishkat al-Masabih when Allah created the black people only to send them to hell from the creation. Yeah. I know. Wow. We have that too. Allah hat dich für die Höhle erschaffen. Was? And also Allah created the black people for firewood for Jahannam. Yeah. Yeah. Allah's racist. It's really racist. Ben, Allah is racist. Why? He doesn't like anything really black. Racist. You gotta kill all the black dog. Why? Because they're black. Oh my God. Yeah. Yeah. Und Babylon, you Habibi. Know, when you say Muhammad was black and then you kill it, you know? No. Whoever says Muhammad is black person should be put to death right away. That's the Sharia. Yes. Yes. Wenn jemand sagt, Muhammad war schwarz, der wurde gekillt. Ja, das stimmt, das stimmt. On das gehört denn? Ja. Aber wieso? Yeah. Ich hab das ja, also viele meinten immer so, ja, unser, keine Ahnung, war auch Spart und so. Ja, natürlich, ja. Brother Ben,
not too long ago in Libya, our brothers, the Muslims, they sold 4 black guys in the market as slaves, like 4 years, 5 years ago. Yeah, in Libya. Wow, in Libya. Ja, gibt's bis heute noch im Süden, ja. Im Süden Libyens, da hat recht, an der Grenze zu Mali, glaube ich, gell? Babylon. Da wurden die Leute verkauft. I don't speak German. Lebanon, Hudud, Mali. Mali? Wow. Yeah. Yeah. The black flag, those guys. Yeah. And I'm from Iraq. In Iraq, you call anyone who is black, Abed. You don't call him by his name. Aywa. Ich erkläre euch kurz. Wow. Weil zum Beispiel bis heute noch in der arabischen Sprache, egal in welchem Land du bist, ob du jetzt in Marokko bist, ob du in Libanon oder Syrien. Warte kurz, Leute, ganz kurz. Holy, Bruderherz, wenn du gerade zuhörst, ich mache jetzt Stream aus. Genau, weil Flex möchte. Genau. Bruder, ja, alles gut. Ich lese kurz die Bibel vor, Bruderherz. Leute, ganz kurz, lasst bitte den Holy bei euch im Stream rein. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Also, er ist einer von uns. Bruder, lass mich die Bibel kurz was vorlesen und danach beenden wir. Weil es muss die Bibel, okay. Bruder, weißt du, was Schönes also, in der Bibel? Let's read something from the Bible and then... Yes. Yeah, we take a little break, yeah. So. Okay, let's go. So, alle stumm bitte. So, an alle Geschwister, ich wünsche wirklich jeden erstmal Gottes Segen, an Muslime, an Christen, an Juden, an Hindus, an Buddhisten. Ich wünsche wirklich jeden Menschen auf dieser Welt Gottes Segen. Ich lese euch bitte was vor, was der Herr Jesus Christus gesagt hat. Bitte hört richtig zu, öffnet eure Herzen, nicht nur eure Ohren zu hören, auch mit den Herzen müsst ihr zuhören. Hört zu. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Jetzt macht euch mal Gedanken, wenn der Herr sowas sagt. So, ich gebe euch ein Beispiel. Jetzt fragen sich bestimmt einige, was meint er damit? Der Herr Jesus Christus, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Was haben wir? Was steht da? Der, als er in der Gestalt Gottes war? Ah, okay. Hör zu. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch empfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knien derer beugen. Hört gut zu. Die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist Gott, eindeutig. Das steht im Heiligen Buch, in der Heiligen Schrift der Bibel. Amen. Gott segne euch alle. Amen. Kinder. Amen. Amen. Wir machen jetzt noch Champion, will uns noch was zeigen und dann gehen wir schlafen, Leute. Ich zumindest. Jetzt, Bruderherz. Also pass auf, das ist dieser Rosinenkopf Hadith, über den ihr gerade geredet habt. Ich kürze es ab und gebe euch die Quelle, könnt ihr selber nachschauen und werde euch auch die Quelle noch vorlesen. Also im Buch von Fathel al-Bari fi Shareh Sahih al-Bukhari finden wir auf Seite 131 eine Geschichte, die schildert, wie sich einige der hellhäutigen arabischen Männer aufregten, als ihnen zu Ohren kam, dass der Äthiopier Bilal sie anführen würde. Als sie diesbezüglich Mohammed aufsuchten, sagte Abu Zer stellvertretend für die ganze Truppe, ich weigere mich, einen schwarzen Sklaven zu gehorchen. Mohammeds Antwort hierauf befindet sich in Sahih al-Bukhari Buch 11, Hadith 662. Der Prophet sprach, erwartet und befolgt die Befehle eures Anführers. Selbst wenn der euch zugeteilte Anführer ein Äthiopier ist, dessen Kopf wie eine Rosine aussieht. Oh Mann, ey, das ist so traurig. Das ist die Quelle. Also wie gesagt, nochmal, Buch
Sahih al-Bukhari, Buch 11, Hadith 662. Könnt ihr alles nachlesen. Ich habe richtige Rassisten, ey. Wirklich, also das werde ich niemals tolerieren. Ich habe die Quelle, was der Babylon gesagt hat, von mir auch auf Arabisch. Wenn jemand sagt, dass der Prophet schwarz war, der sollte getötet werden. Das ist von Al-Shifa bin Tarak al-Mustafa. Es gibt noch mehr, aber... Bruder, ich bin da mal raus. Ich wünsche euch alle gute Nacht und Gottes Segen, Geschwister. Gute Nacht. Und so Gott will, Bruder, die nächsten Tage. Ben Fresh, Bruder Herz, hat mich gefreut, dass du da warst. Ich hoffe, wir werden noch öfter Stream machen und du wirst dein Herz öffnen für Jesus Christus, Bruder. Es geht um deine Seele, es geht um die Wahrheit. Ich wünsche dir, Bruder, den Frieden des Herrn Jesus Christus sein mit dir und mit deiner ganzen Familie, Bruder Herz. Gottes Segen. Richtig. Und an die ganze Community, ich muss das mal erwähnen, an die ganze christliche Community, unsere Brüder, unsere Geschwister, alle den Ben bitte einmal folgen. Es würde mich mega freuen, Leute. Alle einmal dem Ben folgen. Zeigt mal ein bisschen mehr Liebe, Leute. Alle dem Ben folgen, Leute. Alle dem Ben folgen. Das wäre richtig geil. Ne? Da freue ich mich wirklich. Soll er auch eine sehr starke Community haben. Ne? Alle einmal dem Ben folgen. Alle. Wirklich alle. Holy Bruderherz, folg ihn auch. Ich, Babylon, ich schon. Follow ich schon. Fresh. Ich genau, ich Elijah. Folgt doch alle durch, Bruder. Das heißt, Bruder, nächstes Mal... werde ich auf jeden Fall auch hochbringen, der den Islam auch ein bisschen präsentiert und auch ein paar Antworten beantwortet, ja. Oder? Weil jetzt heute habe ich jetzt nicht so viel von Antworten bekommen, so richtig habe ich das Gefühl, wenn ihr die gestellt habt, Fragen, weißt du? Ich habe dir angesprochen, dass der Pierre Vogel ganz gerne mit mir 1-gegen-1 machen möchte. Seit 12 Jahren rennt dieser Typ weg. Ich habe über den auf YouTube über 30 Videos und er hat jedes Mal gegen mich die Debatte abgelehnt. Seit knapp 12 Jahren, dieser Heuchler. Oh. Ja, kein Problem, Ben. Wir holen ihn einfach mal hoch, den Pierre Vogel, und dann schwätzen wir mit dem. Und dann hau ich mal meine Hadithe mal raus, dann soll er mir die mal erklären. Also die Leute, ich verstehe nicht, warum Leute hier komische Sachen schreiben. Ich bin offen für alles, Leute. Ich habe gegen keine Religion geschossen. Nur weil ich jetzt Bruder, das ist nur, damit sie dich manipulieren. In dem Sinne, hör nicht drauf. Nein, aber alles. Ich verstehe nicht, warum die so durchdrehen. Ich habe nicht einmal was Schlechtes gesagt. Ich höre euch nur zu, wie auch Muslime hochkommen und erzählen. Ich verstehe nicht, was sie sagen. Die drehen durch, als hätte ich irgendwas Schlimmes gesagt oder ich hätte Herz Angst, gemacht, oder Angst, was? Angst, das ist Angst, Angst. Ich habe gar nichts gemacht. Guck mal hier. Ganze Hadithe über den Sklaven Mohammeds können wir alles durchgehen, wenn ihr wollt. Aber warum steht, also früher, also wenn ich mit Leuten geredet habe, die meinten, unser. Oh, die meinten, einer von denen war auch immer schwarz. Ja, die erzählen sehr viel, wenn der Tag lang ist. Brüder und Geschwister, wir können über dieses Thema gerne reden, aber Leute, ihr müsst mir jetzt die Möglichkeit geben, schlafen zu gehen, weil ich bin tot. Ja. Das ist das Buch hier, guck mal, warte ganz kurz. Gut, dass die Allahs Täuschung, oder? Gefragt hab. Also wenn ihr was über den Islam wissen wollt, das Buch ist ein Meisterwerk. Ich sag euch, ich war in Debatten mit dem Buch, keiner konnte mich widerlegen. Alle haben sie nur Takir betrieben oder hey, die Quelle kenne ich nicht. Natürlich kennt ihr die Quelle nicht, weil die aus den Arabischen ist. Ja, die wurde in Deutsch übersetzt. Achso, ja genau, hier schreibt jemand, Prophet Musa war schwarz. Genau das sagen die. Nein, voll des Gelaber. Hör nicht drauf zu, Bruder. Stimmt. Katastrophe. Ist alles Gott segnet euch, ihr Lieben, ja? Also, ja, Gott segne euch. Ben. Euch dieses Buch. Mhm. Hat alle Quellen, was ihr wissen müsst. Also. Richtig. Wenn Ben über diese Sachen wissen möchte, kauf dir das Buch, Ben. Glaub mir, du wirst niemanden mehr fragen. Dann hast du schon viel mehr Wissen wie die ganzen Muslime hier im Chat. Okay. Yes. Also, okay, ja. Da ist alles drin, was du wissen musst. Weil Muslime aber mehr. Ey, aber Dinger, Holi. Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben hier eine so starke aramäische Gang hier in unserer Community. Das ist brutal, Mann. Ich sag's dir. Oder hol ruhig die besten Muslime. Ich nimm's mit jedem von denen auf. Ihr werdet keine Antworten haben auf meine Fragen. Ich weiß, alles gut. Hol ruhig die Stärksten. Ich nehme es mit den Stärksten sogar auf. Egal, wie viel Wissen die halt besitzen. Hm. Also Ben,
Ben und Holi, meine zwei Brüder, ich liebe euch von ganzem Herzen, aber ich muss jetzt eine Pause machen. Und Ben, ja, wann bist du wieder live? Morgen? Leute, Pierre Vogel muss auf jeden Fall kommen. Ich bin richtig gespannt, ob er auf alles antworten kann, Pierre Vogel. Der kann nicht, Bruder. Ich gebe dir Brief und Siegel, der kann nicht. Niemals trauen, glaub es mir. Holt ihn her. Er wird nicht. Gespannt auf den, wenn er kommen sollte. Guck mal, weißt du, was ich mache, Ben? Weißt du, was ich mache, Ben? Ich gebe die ganzen Quellen Holi und Holi macht alleine mit ihm. Du wirst sehen. Ich mach den alleine fertig, Bruder. Die haben keine Prophezeiungen, die haben keine Erfüllungen der Schrift. Ich nehme es mit jedem auf. Da bin ich mal gespannt, ob sie Dings. Erste Frage schon ist K.O., den lege ich auf jeden Fall schlafen. Ja, Mann. Isam war bei mir oben, der hat gesagt, keine Debatte bitte, keine Debatte. Ich so, nein, ich habe nur eine Frage. Der so, ja, das ist eine interessante Frage, aber ich habe keine Antwort drauf. Die haben keine Antwort auf die Frage. Ja, das ist krass, weil da steht ja eigentlich... Leute, also ihr habt das ja vorgelesen und ich meine, keine Ahnung, die Quelle soll ja nicht gefaked sein, weil manchmal muss man nicht alles glauben, was im Netz steht. Aber wenn ihr sagt, das ist eine Quelle, was eigentlich... real ist. Authentisch ist. Natürlich. Ist eine authentische Quelle. Ja, dann, Digga, ist es schon, also was ich heute gehört habe und so, das ist schon, Digga, das ist schon, ne, irgendwie, keine Ahnung. Man muss, also ich als Schwarzer denke auf jeden Fall schon drüber nach, so dass ich eigentlich dachte, dass im Religion sogar da keine Rassismus eigentlich ist, dass da doch, keine Farbe, doch. Gibt's. Dass da keine Farbe gesehen wird, aber so wie du das vorliest, so wie Schwarze gegeben werden, also du kannst, das ist schon. Ben, gib einfach heute Abend, wenn du oder morgen, gib mal in YouTube ein Rassismus im Islam gegen Schwarze oder so. Du wirst voll viele Videos finden. Auch Schwarze, die darüber berichten und sagen, wir wissen gar nicht, dass wir versklavt worden sind, dass die Sklaverei vom Islam kam, dass die Sklaverei über die USA durch die Muslime kam, weil die Muslime haben ja die versklavt und verkauft. Oha! Ja, es ist durch die ist es gekommen, mit der Sklaverei mit USA Geschäfte zu machen. Guck mal, ich komme mir so dumm vor, weil ich so unaufgeklärt bin, weil, guck mal, das was sie mir gerade sagt, ne, es kommt mir so gerade vor, so, hä, wusste ich gar nicht. Ich dachte immer so, die ich dachte immer so, Christen haben Schwarze so mäßig versklavt. Nein, Bruder, Arabien war eines der größten Sklaventreiber überhaupt. Weißt du, was die mit den Schwarzen gemacht haben, Mann? Ach, Bruder, wenn ich tief in die Materie gehe, Bruder, das ist hart. Warte, was die kurz, mit den... Ja. Mein zweiter Licht. Ich blende ganz kurz für Ben was etwas ein. Ja, das ist ja krass, Digga, wenn Schwarze extrem. Also, das ist Schock. Vielleicht. Ja. Warte. Ich zeig dir ganz schnell was. Aber hol ich nur noch das und dann. Ja, genau. Ja, hab ich auch Pause. Gesagt. Genau. Okay. Ich hab ja auch gesagt, wir blenden nur das ein und dann. Das. Leute, ihr seid die Besten. Wir haben so eine starke Community, Mann. Das ist richtig geil. Guck mal, Bruder. Ich habe einfach Islam-Sklaverei eingetippt und da schon das erste Video. Kannst du schon sehen. Siehst du das? Ja, jetzt ist ausgegangen. Also 3. Akku leer? Hier steht. Nein, ist nicht der, Bruder. Ich habe auf dem verdammten Sparmodus abends gemacht. Hier sieht man es. Guck. Gibst einfach Islam-Sklaverei ein. Hier. Auf YouTube? Ja. Und dann findest du ganz viele Videos. Und dann berichten auch selber Schwarze darüber, was damals passiert ist. Ich guck gerade, ob ich das Video finde. Da ist nämlich ein Video, wo sie wirklich darüber berichten. Ich hatte es damals in meinem YouTube-Kanal drinne gehabt. Also jetzt mal unter uns. Was ist jetzt wirklich das, also so ein Glauben für Schwarze, Digga, wenn da Rassismus herrscht? Dann ist doch eigentlich unser Glauben eigentlich Voodoo doch eigentlich unser Glaube, oder nicht? Für Schwarze, Voodoo. Ja, Christentum sagt da, du, es gibt kein Ansehen vor Gott. Also egal wie du aussiehst, Gott akzeptiert dich. Ja. Richtig. Okay, Bruder, richtig. Lass morgen weitermachen und beenden. Wir machen morgen weiter. Okay, das ist voll spannend, Digga. Leute, ehrlich, Digga, das Beste. Ich suche morgen was raus und dann zeige ich dir's.
Ich werde das alles organisieren. Also Ben, wir telefonieren morgen, okay? Okay, Flex, also Flex, sagst du, dass die meisten Schwarzen, die Muslime sind, nicht so wirklich die Sache vertieft haben und einfach nur sagen, okay, die sind Muslime, ohne zu wissen, dass die ersten... Bruder, um noch einfacher erklärt, der Islam hat sich mit dem Schwert verbreitet, nicht mit Liebe, das kann ich dir jetzt schon sagen. 100%. Ja. Aber wir zeigen dir, Ben, morgen zeigen wir dir 100% Quellen. Boah, plus YouTube-Videos, wo selber Schwarze sagen, wir wurden versklavt, wir wurden umgebracht und so weiter. Ja, also Leute, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ben, Bruderherz, wir telefonieren heute noch, ne? Also es ist ja heute noch, ja. Ich rufe dich so Mittag an, Ben, okay, Bruderherz? Okay, mein Bruder, also nee, ich meine nur, Voodoo ist eigentlich dann unser Glaube, weil wenn wir nirgendwo akzeptiert werden und wenn sogar Rassismus im Glauben herrscht, dann wäre für uns Schwarzen eigentlich Voodoo, wo Menschen das schlecht reden, eigentlich das unser Glaube. So wie andere Buddhisten sind, oder hört sich vielleicht kacke an, aber dann wäre da, wo für uns Schwarze halt kein Rassismus herrschen würde. Checkst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, ja, darüber reden wir auch. Ansonsten, Ben, wie gesagt, wir telefonieren dann 12 Uhr mittags, so ab Mittag rufen wir dann an, rufe ich dann an, dann können wir ein bisschen telefonieren, wann wir wieder streamen. Ja, voll spannend, ich bin ehrlich zu dir, ich bin voll spannend und Leute, ihr müsst das nicht falsch verstehen, wir wollen hier keine Hetzerei machen. Wie gesagt, die Leute, guck mal, Flex liest Sachen vor. Leute kommen hoch, freiwillig, und müssen diese gezielten Fragen einfach beantworten. Aber wie gesagt, Flex greift auch niemand an. Das ist einfach nur interessant zu wissen, wie das wirklich abläuft. Weil einige Leute also stempeln sich als, Digga, ich bin vollgläubig, ich weiß alles über den Glauben. Dann kommen die auf einmal hoch und können aber diese gezielte Frage nicht gezielt antworten. Das ist auch. Ja, die können es auch nicht verteidigen, weil das kannst du auch nicht verteidigen. Aber das steht einfach drin. Aber das ist ja auch irgendwie komisch. Das ist ja auch merkst du was? Sehr komisch sogar. Deswegen sage ich ja, ich als Außenstehender, so neutraler, finde das komisch, dass wenn gezielt Fragen kommen, nicht gezielt geantwortet wird. Dann wird um den heißen Brei geredet, dann sagt mir der eine, ja warte mal kurz, dann braucht er ein paar Minütchen, dann kommt er, dann vergleicht er die Bibel, macht er die Bibel auf und kommt nicht richtig zum Punkt. Also das ist auch irgendwie komisch. Das ist sehr, sehr komisch, ja. Also Leute... Wir machen jetzt eine Pause. Bruder Herz Holi, ich weiß, du würdest am liebsten alle zersägen, aber wir machen jetzt Pause. Genug jetzt. Ja, ich schicke dir, die Quelle auf Telegram. Schick es einfach an. Ben, hier schreibt jemand gerade, nimm mich hoch, hab Quellen bereit. Ja, Bro, dann komm mal morgen nochmal rein. Nein, er war schon da. Er konnte nicht mal die Frage beantworten. Der kommt nur zum Philosophieren. Alles gut, Ben. Der war schon hier oben. Kannst vergessen. Ja. Ich verstehe, also Leute. Ich verstehe, warum Leute schreiben, Ben, du bist eine Enttäuschung. Keiner von euch, ich habe mit niemandem von euch irgendwie einen Bezug oder weder Hetzerei gemacht. Nur weil ich jetzt hier live bin und mir Sachen anhöre, bin ich eine Enttäuschung, Digga, was labert ihr da? Ich verstehe nicht, was. Das ist krass, gell, Ben? Ja, die sind immer so. Nein, Gott, bei den Debatten heulen sie auch bei mir. Ich denke, was ist das denn so, Ben? Du bist in Enttäuschung. Ich habe mit niemandem Kontakt zu den meisten, aber wenn es darum geht, dass jemand über irgendwas redet und ich bin nur involviert, heißt es, ich bin enttäuscht. Warum bist du enttäuscht? Ich höre mir die Sachen an. Ich höre mir die Sachen an, was du enttäuscht. Du bist nicht mein Vater, du bist nicht mein. Ich habe keinen Bezug zu dir. Warum schreibst du hier rein? Du bist enttäuscht. Was juckt mich deine Meinung? Ja, Mann. Hey, Leute, an die ganze christliche Community, Brüder und Geschwister, alle Ben folgen. Alle Ben folgen. Und bitte ein Amen bitte geben. Ein Amen. Einmal Amen im Chat. Wie Sklaven gehalten. Ja, Mann. Katastrophe. Ben hat kurz mal zerlegt, die Sekunden. Bruder, ich guck mir das jetzt auf jeden Fall an, Digga. Das ist auf jeden Fall. Ich schick das dem Bruder Flex, kannst du an dir weiterleiten. Flex, du weißt doch, dass einige Afrikaner auch immer nach Europa wollen. Und ich habe auch oft gehört, dass einige Schwarze in Marokko oder Tunesien immer festgehalten, also wie heißt es, die wollen über Europa und werden da immer da, wie sagt man, versklavt, kommen gar nicht nach Europa. Yeah. Werden da meistens sogar als Haufen hingeschmissen, werden versklavt, werden getötet und kommen gar nicht nach Europa. Und das sind ja auch, das sind ja auch Araber, die sagen ja auch gar nicht, dass sie Afrikaner sind, die sagen ja, die sind Araber. So wollen sie mit Afrika gleichgestellt werden. Aber du weißt ja,
Afrika ist ein Kontinent und da ist auch Marokko, Ägypten und alle, aber die sind ja auch hellhäutig. Das ist 100% die Wahrheit, ja. Das ist auch nicht gelogen. Wir wissen, dass das Rassisten sind. Das ist ja nichts aber Neues. Die sagen ja, die sind ja keine Afrikaner, die sagen ja, die sind Araber. Da habe ich ja auch, also da macht ja irgendwo alles einen Sinn, wenn du mir das vorliest, dann weiß man doch schon die Denkweise von denen, wie die über Schwarze denken. Natürlich. Bruder, ich sag dir ganz genau die Wahrheit, so wie es ist. Ich erzähle dir keine Märchengeschichten. Deswegen, ja. Also Leute, Holi, genug jetzt, Bruderherz. Wir machen morgen weiter. Ich wollte es dir nur zeigen. Ich schicke dir das auf Telegram. Kannst du es an Ben weiterschicken. Digga, das ist echt das. Also, krass, Leute. Ja, ich bin auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Ben, wir reden in den nächsten 12 Stunden, okay? Alles klar. Jungs, ey, danke für eure Aufklärung, Leute. Gute Nacht. Ja, schlaf gut. Ja, gute Nacht, gute Nacht. Und an die ganze Community, I love you, entire computer. Also, bye bye, Leute. Ciao, ciao.